Als ich bei GMC gekämpft habe, habe ich da in den Käfig reingekotzt. Kämpfen ist irgendwie so die höchste Form der Freiheit einfach. Da drin, du hast keine Gedanken, sonst was, es ist einfach frei. Ich habe nie an das Geld gedacht oder sonst was, oder dass ich irgendwie dadurch bekannt werden könnte. Im Endeffekt, wir sind auf RTL und nicht auf dem History Channel. Deswegen, ich schieße gegen Ilbay. So, das ist das falsche Geschäft, wenn du so rumheulen willst. Mann, wenn du mir auf die Fresse hauen willst, unterschreib einen Scheißvertrag. Ich bin heute bei Max Holzer in der Fight School Hannover am Start. Max hat letzte Woche bei Octagon MMA vor 60.000 Zuschauern gekämpft, hat eine brutale Show abgerissen und ist so quasi über Nacht zum Star geworden. Das wäre ein viel, viel geileres Gefühl, wenn wir einfach mal so einen Hut nehmen würden und den rumreichen, jeder wird 1 Euro reinlegen, dann hätte ich wenigstens was von. Er hat einen mega witzigen Humor, den viele sehr, sehr sympathisch finden. Gleich verrät er uns mal, wie er wirklich tickt, was ihn antreibt. Und er verrät uns, warum Thorsten Legert ihn verklagt hat und was passiert ist, als er das erste Mal bei einem MMA-Kampf in den Käfig gekotzt hat. Jetzt ist der Moment gekommen, wo alle Frauen ihre BHs gegen den Bildschirm werfen können, denn hier ist Max, der Thaler Hohenholzer. Moin, grüß dich. Ich grüße dich auch. Cool, dass ich hier sein. Also, was heißt, ich wohne ja hier, aber cool, dass du hergekommen bist und wir jetzt den Podcast so aufnehmen können. Ja, Mann, erstmal cool, dass du dir Zeit nimmst an so einem entspannten Sonntagnachmittag. Ja, ich habe eh nichts zu tun. Ja? Hast du heute mal frei? Ja, eigentlich schon. Ja, diese Woche habe ich mir jetzt Zeit genommen, ein bisschen meinen Körper zu regenerieren und auch ein bisschen um das Marketing zu kümmern. Das darf man ja auch nicht mehr vernachlässigen. Aber ja. Digga, du, ganz ehrlich, du hast Marketing einfach durchgespielt. Also sind wir mal ehrlich. Ja, einfach ein bisschen diese Kostüme angezogen dieses Jahr und das ging jetzt eigentlich alles klar. Ja, ich glaube, das ist auch so, weil die jetzt weil das generell im Hype ist auch, dass die ganzen Leute so eine Umwandlung machen. Nein, ey, ich hau sehr auf die Kacke. Du hast letztes Wochenende in Frankfurt gekämpft, bei Octagon vor 60.000 Zuschauern. War ein dominanter Kampf, aber was ich noch viel geiler fand, war so dieses Gesamtpaket. Ich glaube, dein Instagram ist seither auch einfach irgendwie komplett explodiert. Ja, ja. Und ich stelle mir das irgendwie interessant vor, weil du... Wahrscheinlich von außen betrachtet wird man so denken, boah krass, du bist irgendwie über Nacht ein Star geworden sozusagen. Mhm. Aber wahrscheinlich fühlt sich das gar nicht so viel anders an, oder? Nee, also ich habe dieselben Probleme wie vorher. Den Hut haben sie auch nicht rumgereicht, also es hat sich nicht viel geändert. Aber ja, man merkt schon auf jeden Fall jetzt so, wenn ich draußen rumgerannt bin, habe ich schon mit vielen Leuten so Fotos gemacht und sowas. Also ich bin denen hinterhergerannt und habe Fotos mit denen gemacht. Ah, so läuft ja. Das, ja. Ja, ich habe auch so die Erfahrung gemacht, manche Leute fragen einen so, ob sie ein Foto mit einem machen können und manchen ist es unangenehm. Ja. Deswegen ist es gut, wenn man den Leuten das abnimmt und dann einfach selber die Initiative ergreift und fragt, hey, willst du ein Foto mit mir machen? Ja, das ist so. Und es funktioniert noch besser, wenn man in der Lage ist, denen Gewalt anzudrohen. Also, ja, deswegen, voll. Ich habe also, in der Hinsicht habe ich auf jeden Fall einen großen Vorteil. Ja, das macht voll Sinn. Was war die lustigste Interaktion, die du so mit Zuschauern oder mit Fans hattest? Muss ich ganz kurz überlegen. Gestern zum Beispiel war ich an der Tankstelle, hat mich jemand gefragt, ob er mit mir ein Foto machen kann. Und dann meinte die hinter der Theke, ist er irgendwie berühmt oder sowas? Und dann meinte ich so, ich hau mir nur gelegentlich auf die Fresse und deswegen kennen mich ein paar Leute. Wie hat sie geguckt? Ja, okay. Das ist wahrscheinlich irgend so eine, die hat so gar keine Ahnung von dem ganzen Kampfsport-Kosmos, denkt so, yo, ich mache hier so chillig meine Arbeit. Oder kommt irgend so ein Atze, der vielleicht von YouTube oder sowas bekannt ist, die kann da wahrscheinlich so gar nichts mit anfangen. Ist schon auf jeden Fall wirklich witzig, aber ja, wie war so das Feedback aus der Community? Du hast gesagt, Hut wurde nicht rumgereicht, 60.000 Leute sollten eigentlich 1 Euro reinwerfen, aber du hast danach gestreamt und da kam auch ein bisschen Kohle zusammen, glaube ich. Also einmal digital quasi den Hut rumgehen lassen. Ja, also das war jetzt zwar nicht die 60.000, die ich mir erhofft hatte, aber es war schon ganz gut was dabei und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar für diesen Support von den Leuten. Ja, ich habe jetzt eigentlich auch nur positives Feedback zu dem Kampf bekommen, auch zu dem Einlauf. Also, keine Ahnung, das hat den Leuten weitgehend gut gefallen und ich denke, beim nächsten Mal können wir noch einen draufsetzen. Also, ich meine, ich finde es einfach ursympathisch, dass du einfach da reinkommst und du gibst ja im Endeffekt keinen Fick auf gar nichts. Also, Pascal hat ja diese Story erzählt, dass du da irgendwie 5 Minuten vor deinem Kampf auf Toilette war. Du kamst irgendwie oben ohne in Fight-Handschuhen in voller Montur raus, zwinkerst ihn so an, sagst so, na, Lust auf Schweinerei? Ja, das war so, ich kam hinter ihm aus der Kabine, er war da halt, ne, am Pissen. Dann kam ich so von hinten und er hatte ich auch nur die Handschuhe an. Das ist schon no homo, ne? Also das ist hier... Pascal, du solltest dir Sorgen machen. Ja, du solltest dir Sorgen machen. Nein, da... jedenfalls, ja, dann... kam mir da der Gedanke. Und dann, ja, ging es auch nicht anders. Jedenfalls war lustig
Auch mit den, dem Typen, dem ich so ein Kondom gegeben habe beim Einlaufen. Ach, das war ein Kondom? Ja. Ich dachte, das wären welche von diesen Sammelkarten. Ich hatte die Bauchtasche voller Kondome. und da waren auch so hier Grasbeutel drin. Und, aber ich, hab, ich wollte noch mehr Sachen an die Fans geben. Und dann dachte ich, das dauert 10.000 ja. Jahre. Und ich wollte auch nicht, dass der Trabelsi kalt wird, weil dann hätte er halt überhaupt gar keine Chance mehr gehabt. Und dann habe ich die Tasche halt einfach in die Menge geworfen und fertig. Das waren Kondome und ja. Weed. Was für eine monströs geile Idee, Alter. Nur lustig. Aber nur solche Beutel, also da war nichts drin. Nur, ich habe das Supplements reingetan von dem Sponsor einfach. Von Peak, also wirklich. So Kreatinpulver und so, das sieht dann voll vertrauenserweckend aus, oder? Also das war lustig. Ich freue mich, ich überlege auch, wer diese Tasche gefangen hat, weil ich habe die recht weit geworfen. Mhm. Ich habe auch einen neuen Trainingsanzug von Pitbull bekommen, den habe ich auch in die Menge geschmissen. Das ärgert mich bis jetzt. Aber ja. Gleich mal bei Pitbull anrufen, sie sollen mal einen neuen klar machen, oder? Mal, das wäre Hammer. Ja, kriegt man doch safe hin, aber... Jetzt mal ganz im Ernst, wie kommst du auf diese ganzen Ideen? Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, immer bescheuert. Also so, ich sehe den Gegner und dann denke ich so ein bisschen, also keine Ahnung, dann denke ich so, ey, das können wir machen und fertig. Ich habe jetzt auch schon wieder auf jeden Fall richtig gute Ideen für den nächsten. Und aber ich muss immer abhängig machen von dem Gegner. Ja, voll. Also zum Beispiel bei Corey Fry, das war das erste Mal, dass ich so ein Kostüm angezogen habe mäßig. Das war ja, weil er die ganze Zeit meinte, ich sah aus wie Buzz Lightyear und der sieht ja aus wie Post Malone. Ja. Und dann war es so, Buzz Lightyear gegen Post Malone. Der letzte war, sah aus wie der neue Superman, also dieser Kohela. Ja. Und dann habe ich halt den Batman genommen. Und ja, jetzt, Trabelsi ist halt auch ein Talahun, muss man sagen. Und deswegen habe ich den Talahun genommen. Und stark. Hat auch zu Frankfurt gepasst. Was für Ideen hast du für die zukünftigen? Mm. Was ist so in deinem Arsenal? Gib uns mal einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl. Ich weiß nicht, ob man das schon sagen darf. Ja, es hängt halt wirklich vom Gegner ab, aber auf jeden Fall ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall noch... zelebrieren werde, New Kids und... Oh ja, bitte. Ja. Oh ja, bitte. Ich fände es ja so... Junge! So ein Feuerball, Junge! Mann! Verrückte Mongo! Muschi! Ich würde dich da schon sehen, wenn du einfach in so einem alten Trainingsanzug mit einer Fokuhila und dann einfach vor dir hast du einfach so einen kleinen Speisewagen mit so einer Fritteuse drin. Das würde ich fühlen. Ja, es gibt viele Optionen. Also ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich einen anderen hässlichen Glatzkopf hole und den einlaufen lasse. Und und ich laufe nebenher irgendwie so, dass man mich gar nicht erkennt mäßig und dann am Ende. Aber das Ding ist, ich habe auch schon überlegt, als das Octagon-Maskott hier einzulaufen. Ist auch eine gute Idee, ne? Aber ich darf jetzt nicht alles raushauen. Okay. Aber zum Beispiel solche Sachen. Also du hast auf jeden Fall noch ein paar Waffen oder lustige Sachen im Gepäck. Ja. Wie kriegst du das hin, dass du... Auf der einen Seite ist Kämpfen ja eine sauernste Sache, weißt du? Ja. Natürlich musst du da reingehen und Spaß haben, weil sonst bist du auch im Kopf irgendwie so ein bisschen gehemmt. Aber auf der anderen Seite, Dicker, du gehst da rein vor 60.000 Leuten, also riskierst deine Gesundheit. Wie passt das zusammen, dass man da so spielerisch bleiben kann? Weil die meisten Leute sind ja angespannt, todernst. Und du kommst da rein, als wäre das ein chilliger Samstagabend, als würdest du das jede Woche machen. Das ist schon irgendwie witzig. Bei mir ist es irgendwie so, ich nehme die meisten Sachen, also was heißt eigentlich alles, gar nicht so ernst. Also es ist irgendwie immer so, egal was ich mache, es hat alles mit Humor immer zu tun. Mhm. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt einer, so ich brauche nicht aggressiv werden oder wütend, um da gewalttätig zu sein, einer auf denen. Das ist bei mir immer beides komplett verbunden. Also... Aggressivität und Humor ist bei dir verbunden. Gewalt liegt mir nicht fern, also das ist das Ding. Deswegen, es geht ganz entspannt von der Hand, deswegen brauche ich da auch... Und es ist bei mir auch immer so, Kämpfen ist irgendwie so die höchste Form der Freiheit einfach. Da drin, du hast keine Gedanken, sonst was, es ist einfach frei und ja, ich habe einfach Bock drauf, also... Kämpfen ist für dich die höchste Form der Freiheit. Ja. Erklär das mal. Ja, in dem Moment, wo ihr... kämpft, sind alle Sorgen weg, alles, was es gibt, alles beiseite und einfach mit freiem Kopf performen, also ich denke da wirklich an nichts, natürlich kommen ab und zu so ein paar Gedanken, der Fokus, man muss sich wieder fokussieren, aber es ist auf jeden Fall für mich immer auch geil, so einen Kampf anstehen zu haben, weil egal welche Probleme du hast, egal wer dir auf den Sack geht, alles weg zur Seite, nur noch der Kampf zählt und das war's, deswegen habe ich auch immer wieder schnell Kämpfe angenommen, weil irgendwelche Leute haben mich genervt und dann war ich immer so, ey geil, wenn ich einen Kampf habe, das ist die perfekte Ausrede. Aber von den ganzen, von allem, was du dir so rund um den Kampf an sich ausdenkst, mit Walkouts, mit Kostümen und, wie viel davon ist so dein Humor, weil du einfach denkst, du hast Spaß bei der Sache? Und wie viel ist auch so Mindgames, Psychospielchen gegenüber von dem Gegner?
Ich meine, wir haben bei dir letzte Woche bei der Pressekonferenz gesehen, du hast ihm einen kleinen Scherz erlaubt und Trabelsi beim Face-Off einfach mal hochgehoben. Ja. Ich glaube, der fand das nicht so lustig. Ja. Ne? Also, keine Ahnung, das ist bei mir auf jeden Fall. Ich probiere nicht in den Kopf vom Gegner reinzukommen. Ich denke, scheißegal, ich schlage ihn einfach zusammen. Egal, was er denkt, scheißegal, was er denkt. Er kann denken, er ist der Beste, sonst was. Bei mir ist eigentlich grundsätzlich immer so gewesen, ich wurde immer unterschätzt. Die Leute denken immer, boah, was für ein Clown oder sonst was. Ich denke, das wird sich mit der Zeit auch ein bisschen legen. Aber ja, keine Ahnung. Also bei mir ist wirklich einfach so, ich mache das, weil es mein Humor ist, weil ich es lustig finde und fertig. Das kommt einfach automatisch. Also ich dachte auch vorher nicht, ey, ich heb ihn jetzt hoch. Ich meinte nur zu meinem Bruder, ey, film mal, ich mach gleich eine Scheiße. Ich wusste auch noch nicht genau, was ich mache. Ich meinte zu meinem Bruder, ey, film mal, gleich mach ich eine Scheiße. Und ja, das, keine Ahnung, ich dachte, er wird das wieder so langweilig halten. Er wird ja nur nach unten gucken und sonst was. Dann dachte ich, scheiße, ich nehme einfach hoch. Ja, und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also die Cojones, um das zu machen, musst du halt erstmal haben, ne, aber... Ich habe auch keinen Bock, da so eine Schlägerei oder sowas anzusetteln. Ich wäre zum Beispiel jemand, ich würde mich niemals beim Face-Off oder so schlagen oder irgendwie die blöd angehen, aber so dies Hochheben, das war einfach so ein bisschen... Weil ich dachte auch, scheiß drauf, ey, wir sind hier in Frankfurt mit so vielen Leuten, so eine fette Show, feuert uns hier der, wer ist der Riese? André noch so eine Rede gehalten, mäßig, dass wir... auf jeden Fall jetzt richtig auf die Kacke hauen sollen. Und dann dachte ich so, ey, auch bei der Pressekonferenz, die ganzen Fragen wurden gestellt, keiner hat irgendwas gesagt, die waren nur so... Da war voll so die Luft raus, ne? Ja. Ich dachte so, ey, hättet ihr mich mehr gefragt, ich hätte so eine Scheiße geredet, das wäre direkt... Ah ja, was soll man machen? Also alle Leute, die da saßen, also zumindest alle Kämpfer, die da saßen, den hast du so ein bisschen angemerkt, es wurde irgendwann zäh, ne? Mhm. Ja, ja, ja. Was hättest du gemacht, wenn man dir irgendeine Frage gestellt hätte? Boah, dann hätte ich auf jeden Fall... wäre ich gecancelt worden. Ich glaube, bei Octagon wirst du nicht gecancelt. Ich glaube, das hätte den Moment genutzt. Okay. Gecancelt worden, so. Also es kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ja, mal sehen, mal sehen. Egal, ich denke da nicht so wirklich drüber nach. Es ist auch so, ich muss immer sagen, Gott sei Dank stellt mich da auch keiner in diese Ecke, weil ich habe so, egal was ich mache, ich habe nichts gegen irgendjemanden. Ich bin einfach nur, keine Ahnung, ich mache einfach nur gerne Scherze über alles. Ich kann auch über mich selber lachen und deswegen denke ich, ja. Du willst einfach Spaß haben. Ja, genau. Ne? Du willst einfach Spaß haben. Ich finde es aber lustig. Ja. Ich finde, wenn man so selber so voll im Flow von diesem Moment ist, es einfach genießt, dann Spaß bei der Sache hat und einfach mal die Cojones hat, irgendeinen lustigen Shit auszuprobieren, dann kommen auch einfach die geilsten Ideen, ja, oder? Ja, das ist so. Ja. Oder wann fallen dir solche Sachen ein, wie das mit dem Talerhund-Kostüm? Ich hatte hier einen, der ist so mit dem E-Roller hergekommen und dann dachte ich schon so, ja okay, das habe ich einfach mal den Verantwortlichen angeschrieben bei Octagon, ey, wie sieht es eigentlich aus mit dem E-Roller? Dann meinte er so, ey, ich frage mal nach und dann, ja, dann stand das Ganze. Und dann habe ich den beim Weightcut, sogar ich habe ihn vergessen mitzunehmen und ach shit. Johnny ist noch nachgekommen, der hat den Roller dann noch gebracht, der hat den Abend gerettet. Ey, hättet ihr euch nicht irgendwo aus der Frankfurter Innenstadt einfach so einen von Lime oder von Bolt oder sowas einfach einen ziehen können, den ihr mit ins Stadion... Das wäre bestimmt so eine gesperrte Zone gewesen oder sowas. Ich glaube, du darfst nur in gesperrten Zonen nicht parken. Ja, fahren darfst du trotzdem. Stell dir vor, das hätte mich meine ganze Gage gekostet. Deine ganze Gage? Nein, ja, wie viel hast du denn gekriegt? Darf man das gar nicht sagen. Ja, keine Ahnung. Also du hast in dem Interview mit Flo hast du gesagt, für die Kohle oder für die Summe, für die du verklagt wurdest, können wir gleich mal noch drauf zu sprechen kommen, das war so die Hälfte deiner Gage roundabout. Naja, das war nur Spaß. Also okay. Ich krieg jetzt nicht nichts und die Leute würden noch so sagen, naja, er kriegt doch eigentlich ganz gut, aber man muss halt auch sehen, was damit für ein Aufwand verbunden ist, ja, und sicher, was ich hier alles mache. Ja, voll. Und dass ich auch eigentlich einer der Leute bin, wenn nicht der die größte Show abzieht. Ja, voll. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß ja auch von anderen Leuten, was die kriegen. Und dann denke ich mir manchmal schon so, ja, okay, man könnte jetzt... Also wenn ich das weiter in Zukunft mit Octagon machen, wenn die das weiter mit mir machen wollen, dann wäre es schon cool, wenn wir ein bisschen was draufpacken können. Weil ich will auf jeden Fall, selbst wenn ich jetzt die Chance auch hätte, UFC zu kämpfen und so, hätte ich auch richtig Bock, noch ein bisschen in Deutschland zu bleiben, weil ich bin jung. Ja, und safe. Wir können hier auf jeden Fall noch richtig auf die Kacke hauen, auch bevor man an sowas denkt. Du bist jetzt 22, ne? Dicker, wie viel du noch vor dir hast. Alter Schwede, das klingt jetzt so, als wäre ich so ein alter Sack, der so im Schaukelstuhl so seinen Enkeln irgendeine Geschichte erzählt. Ich bin ja auch erst 29, weißt du? Auch wenn alle immer denken, ich bin schon 40, wegen meiner tiefen Stimme. Aber ja, das heißt, da musst du halt bei Octagon einfach mal ein bisschen auf den Tisch hauen, oder? Ja, genau. Und ansonsten OnlyFans oder was ist der Plan? Nee, da habe ich auf jeden Fall kein Interesse dran. OnlyFans mache ich nicht. Nee. Aber ich glaube, es wird bei dir voll laufen. Alter,
Danke. Einfach so im Feigenblatt. Weißt du, so einfach so im Feigenblatt. Einfach so im Feigenblatt so da liegen und dann so Livestreams machen. Ich würde das, ich würd das voll fühlen. Ja. Da kann ich auf jeden Fall, das ist mir zu Homo. Das tut mir leid, natürlich hast du nur Frauen, die dir zugucken, ist ja klar. Ja, okay. Da muss ich auch aufpassen. Also. Du hast nur junge, gut aussehende südamerikanische Frauen, die dir zugucken. Das ist ja sowieso auch eigentlich dein Hauptklientel so an Followern, die du hast, oder? Hm? Oder was für Leute folgen dir so? Boah, ich weiß nicht, was mir für Leute folgen. Das ist, ich denke, Leute, die Bock haben auf Gewalt und auf dumme Scheiße gelaber. Und ja, ich weiß nicht, ob das dann diese Gruppe ist, über die du da geredet hast. Ich denke, es werden zum größten Teil irgendwie Talahuns sein. So. Ja, meinst du? Ja. Meinst du, dir folgen Talahuns seit Frankfurt? Ja. Okay. Ich denke, die Talahuns haben gemerkt, dass ich der Anführer bin. Oh Mann, ey. Ja, also du bist jetzt einfach der Häuptling der Talahuns. Ich finde, das können wir schon so stehen lassen. Ja, das könnte man so sagen. Und ich finde auch, weil ich Deutscher bin. Ja, das kommt erschwerend hinzu. Eigentlich müsste man dir so in, weiß nicht, so in Berlin-Marzahn oder so, so eine Bronzestatue, so der heilige Holzer, müsste man so mit dem E-Scooter, das würde ich schon fühlen. Wir könnten es mal so machen. Ein Kumpel von mir, der hat so ein 3D-Druckunternehmen und wir drucken einfach so einen 3D-Talahun-Holzer und machen den als Bronzestatue in irgendeine Innenstadt und gucken. Und dann können wir da einen Hut davor legen. Alter, ja. Und dann können die Leute, 60.000 Leute können einen Euro rein. Das wäre doch saugeil. Das wäre richtig geil. Oder auch nicht nur Hut, wir können auch direkt Kartenlesegerät und PayPal hinmachen. Ich glaube, dann geht das ein bisschen schneller. Ja, ich glaube nicht, dass die Talahuns Karten haben. Außer die haben. Ja, aber das sind halt nicht die eigenen, eben. Ja, stimmt, okay. Aber sind jetzt. Wir driften schon wieder so ab, Alter. Ja. Ich lieb's. Aber mir wurde gesagt, in dem Stream, den du gemacht hast, hatte ich auch einen neuen Sponsor angehauen, der jetzt irgendwie potenziell mit reinkommt. Also, wie ist da so die Resonanz gelaufen? Weil als Kämpfer, du finanzierst dich ja nicht nur über Kampfgagen, du gibst auch Personal Training. Und wenn du halt so auf die Kacke haust, dann ist es auch nicht weit hergeholt, dass irgendwelche Unternehmen sagen, ey komm, wir finden den Typ einfach geil, wir sponsern den. Also wie war da so die Resonanz? Ja, Sponsoring-Angebote sind jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viele gekommen, auch sehr, sehr gute. Da bin ich jetzt gerade auch am gucken ein bisschen, was da das Beste ist. Aber ja, ich denke, das wird auf jeden Fall jetzt ganz gut laufen und ja, das freut mich natürlich auch. Also es ist jetzt wirklich so, dass ich 9 Jahre den Sport gemacht habe einfach und ist auch, ich habe nie an das Geld gedacht oder sonst was oder dass ich irgendwie dadurch bekannt werden könnte. Ja. Und ist auch jetzt weiterhin so. Ich mache den Sport einfach, weil ich es geil finde. Es ist für mich einfach das, was ich am liebsten mit meiner Zeit machen möchte. Und ich gucke einfach, dass ich an allen Ecken und Kanten immer besser werden kann. Und das gehört halt mittlerweile einfach dazu, deswegen ja. Was für Firmen sind das, die dich anhauen wegen Sponsoring? Sind das irgendwelche Supplement-Hersteller oder irgendwelche... Ja, Supplement habe ich schon einen Sponsor. Du bist bei Peak, ne? Da würde, die haben mir auch seit Anfang an geholfen. Auch als ich noch nicht so bekannt war, haben die da rein investiert. Und deswegen bei denen würde ich auch, den würde ich niemals in den Rücken fallen. Ja. Peak, ihr seid meine Schätze, seid ihr. Das ist geil. Ja. Da, ohne Scheiß, ich feiere das wirklich, weil es gibt so viele Leute, die dann irgendwie groß werden auf Social Media und dann... Ja, heute ist der Amino-Hersteller der geilste und in 2 Jahren ist es halt der, weil der zahlt mir 50 Euro mehr im Monat, wo ich mir so denke, so, ihr rückgratlosen Pisser. Natürlich muss man gucken, dass, wenn man jetzt mega Marktwert steigt, dass die Sponsorings auch damit mitgehen. Ja. Aber ich würde jetzt auch, da würde ich auf jeden Fall nicht das Lager wechseln. Weil zu denen, auch zu dem Team, muss ich auch sagen, Peak hat ein richtig cooles Team, das ist sehr familiär da. Und ja, ich verstehe mich mit allen recht gut und ich habe auch Bock mit den dicken Rindern, mit den ganzen Bodybuildern nochmal was zu machen. Ja. Die sind super. Die sind richtig super. Es wäre doch mal ein geiles Video eigentlich für 66 Kilo Talahun gegen 120 Kilo Bodybuilder. Ja, oder sowas. Genau sowas will ich noch machen. Oder gegen wen? Geil. Boah. Eigentlich gegen jeden da. Die sind, die sind heftig. Also natürlich, die kannst du. Die sind halt alle Blutgruppe Testo, ne? Ja. Nicht nur das. Ja. Nee, jedenfalls, ich denke, da könnte man auch mal gut was mit so einem Walk-In machen. Dass man einfach mal so einen Riesen da mitnimmt oder irgendwie sowas. Aber ja, es gibt auf jeden Fall auch so einen ehemaligen Fußballer, den ich auf jeden Fall in meine Ecke haben will. Ja. Ja. Weil ich denke einfach, egal wie gut ich bis jetzt performt habe, wenn mir jemand während der Rundenpause sagen würde, das Herz kommt weiter. Das Herz macht nicht, weiter, oder? Ja, nee, das Herz kommt weiter und okay, ich glaube, du okay, aus. Okay. Mann, das ist nur ein Schienbein. Dann wäre es auf jeden Fall vorbei. Dann würde ich alles auseinandernehmen.
Also das ist ja eine elektrisierende Pep-Talk-Ansprache. Wenn du, wenn du so eine Ansprache bekommst, da wird ja aus dir Son Goku. Ja, oder? safe. Aber wie hat denn diese ganze Geschichte mit dem Thorsten eigentlich angefangen? Ja, es war einfach nur so, dass ich ihn da rausgefeuert habe, weil er ja damals auch mal einen MMA-Kampf machen wollte. Ich habe das damals, das ist schon so lange her, dass er bei GMC kämpfen wollte. Und das hatte ich damals verfolgt. Und ich fand das auch ganz lustig, diese Interviews, die gegeben haben, dies, das, jenes. Dann ist es damals, glaube ich, nicht zustande gekommen, auch weil er irgendwelche Verletzungen gehabt hat oder sonst was. Und dann dachte ich halt einfach irgendwann, ey, die haben mich immer gefragt, gegen wen willst du kämpfen? Und dann habe ich ihn einfach rausgefahren, weil es so auch spaßmäßig. Mhm. Aber ja, das ist, glaube ich, auch in den falschen Hals geraten. Und er hat das, glaube ich, auch gar nicht, soweit ich verstanden habe, angezettelt, dass ich da einen auf den Sack kriege. Wer war das dann? Ja, Leute, die da im öffentlichen Leben stehen, so auch mit RTL und sowas, die werden ja so in sozialen Medien, was auch immer, Manager haben oder keine Ahnung, deswegen, ja. Das heißt, du hast ihn spaßeshalber herausgefordert. Ja, aber auch, so, ich habe ja auch gesagt, boah, ja, den verklopp ich oder so. Es war auch Spaß, Mann. Ich würde jetzt nicht sagen, boah, ich schlage irgendeinen 50-Jährigen. Ja, klar. Also, das war halt wirklich, wie so ein Makar-Chef damals immer Brock Lesnar herausgefordert hat oder sowas. Ja. Aber das heißt, du hast ihn aus Spaß herausgefordert mit so einem Augenzwinkern und dann war es gar nicht er, der gesagt hat, ey, den machen wir jetzt erstmal fertig, ich verklag den, sondern das waren irgendwelche Leute, die dann die Backchecks oder die Background-Checks von RTL oder sowas machen. Oder wie? Das wirkliche Problem war, dass es gibt ja so eine MMA-Seite, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, irgendwie die ist MMA Verified Facts. Verifying Facts, dieser aus England. Und der hat dann so eine Grafik gemacht, das hab ich wo gesehen. Es aussah, als würde ich gegen Legat kämpfen. Und da hatte ich auch leider ein bisschen mit dran Schuld, weil ich meinte zu ihm, ey, ja, den Kampf, den müssen wir pushen, so aus Spaß. Mhm. Und dann hat er das halt gepostet und dann habe ich das einfach gepostet. Ich dachte so, ja, scheiß drauf. Ich hätte auch niemals im Leben gedacht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, dass das ernst gemeint ist. Ja. Und jedenfalls voll viele haben darunter geschrieben, boah, ey, ist das echt und sowas. Und er meinte dann auch zu mir, weil ich habe ja mit ihm geredet, Er meinte halt, ja, voll viele sind so angekommen, haben ihn beleidigt und sowas und das wollte ich halt wirklich nicht damit lostreten. Ne? Ich hätte ich auch nur gedacht, dass irgendjemand so bescheuert ist und dann zu ihm irgendwelche asozialen Sachen schreibt. Niemals im Leben. Ja, und da habe ich mich auch bei ihm entschuldigt und er meinte, ey, alles gut. Und ich hoffe, dass man sich da auch mal treffen kann, kann man ein bisschen zusammen trainieren oder sowas. Weil im Endeffekt ist ja ein cooler Typ. Ist ja lustig, was er macht. Was heißt lustig? Aber unterhaltsam. Ja, unterhaltsam. Und ich wollte auch gar keinem auf den Schlips treten, so. Nicht, dass er zu dem Monster wird, so wie andere Leute, wenn man denen auf die Füße tritt. Wen meinst du? Ja, Leute, die einen als Grüne hinter den Ohren betiteln, obwohl man mehr kennt als sie. Okay. Solche Leute könnten es sein. Da können wir gleich auch mal noch drüber sprechen, aber davor wollte ich mal noch wissen, klar, du hast ihn dann herausgefordert, das Ganze ist über dieses KI-Fight-Ankündigungsbild ein bisschen in den Wellen darüber hinaus geschlagen und dann haben ihn einfach irgendwelche Leute beleidigt und angegriffen, wofür du ja eigentlich gar nichts konntest und dann hat er dich verklagt oder wie ist es gelaufen? Ich denke, nee, er meinte, dass da seine, sozusagen diese, wie heißt das? Deine sozialen Medienanwälte, die da sozusagen okay. Das war das und fertig. Die meinen, nee, das können wir uns nicht geben, so mäßig. Der probiert euch da ins Lächerliche zu ziehen. Aber ich muss auch sagen, ich musste halt nur diese Anwaltskosten da zahlen. Was, war teuer? Ja, geht. 1,5. Ja, 1,5 ist aber auch, keine Ahnung, ist ein cooler Urlaub eigentlich, den du damit machen könntest, ne? Natürlich. Und gerade jetzt so in meiner Situation habe ich auch nicht so viel. Und ich dachte auch schon, ach du Scheiße. Und dann ist auch noch der Kampf ausgefallen. Das war kurz bevor der Kampf ausgefallen ist. Oh, shit. Was für eine Scheiße. Ja. Ja. Boah, das ist mies. Ja, ist mager. Ach du Scheiße, okay. Ja, das heißt, wenn der Kampf ausfällt, dann aus so eine Anwaltsrechnung über 1500 Euro ins Haus kommt, boah, das willst du echt nicht haben. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Finanzamt bei dir auf der Tür klingelt und sagt, Alter, so. Ja, uncool. Ja, ist echt nicht geil. Aber jetzt ist die Situation wieder ein bisschen geregelter, hast du gemeint. Ja, jetzt alles entspannt. Ich habe noch ein paar Sachen, aber ja. Okay. Jetzt mit neuen Sponsoren, Octagon-Verhandlungen und so weiter, pipapo. Ja. Aber kurze andere Frage, bevor wir zu Dennis Ilbay kommen, warum lebst du eigentlich hier im Gym? Ist einfach so, ich kann mich besser auf mein Training fokussieren. Vorher in meiner Wohnung, ich hab die Wohnung immer noch hier in der Nähe. Okay.
Aber keine Ahnung, Mann. Also es ist einfach für mich wirklich auch, ich war auch öfter ja in Schweden beim Allstars und ja, habe ich auch im Gym gepennt. Auch in Polen mal. Und ich muss sagen, immer wenn ich wirklich im Gym gelebt habe, das war für mich einfach, ich hatte meine Ruhe, einfach trainiert und fertig, das war's. Ich konnte mich auf mein Essen fokussieren, dies, das, jenes. Und ja, das war's eigentlich. Bist du nicht verheiratet? Ich sehe noch, du hast noch einen Ring. Das ist mein Tracking-Ring. Ah, okay. Nicht mehr. Nicht mehr? Ja, oh shit. Das kam erschwerend hinzu zu der Legat-Nummer. Oh nein, dass ich dann nicht so schnell das finanziell. Nein, Spaß. Ja. Okay, okay. Ich habe mir auch die Frage gestellt, ob ich den letzten Kampf gemacht habe, um das zu finanzieren. Und das könnte vielleicht so wie Spaß. Boah, okay, shit. Ja, das heißt, das ist ja so ein richtiges. Wenn es mal falsch läuft, dann läuft alles falsch und dann ist es wie so ein Scheiße-Domino. Ja. Die Vorbereitung war auch ein bisschen gefickt davon, da muss ich schon sagen, weil es gab da viel Stress. Ja. Aber ist jetzt nicht so, dass. Ja, darf man ja gar nicht so sagen. Sozusagen hinterher der Arsch. Nee, ist ja alles chillig, aber es ist natürlich eine richtig, richtig harte Kiste, wenn du irgendwie verklagt wirst. Bekommst eh schon für deinen Anspruch irgendwie wenig Geld, dann trennt sich deine, oder dann trennst du dich von deiner Frau, und dann fällt dein Kampf aus. Du weißt nicht, wo oben und unten ist. Ja, mein Trainer war auch hier so, ey, so als ich krank geworden bin, Mann, fix deine Karriere und sonst was. Und dann ging es aber wieder ab. Das ist immer bei mir so, ich muss immer irgendwie, keine Ahnung, ich bin bescheuert. Bei mir muss irgendwie immer richtig alles kaputt gehen und dann geht's wieder nach oben. Das ist immer so gewesen bei mir im Leben. Also wirklich, es war immer so, ich war auf jeden Fall immer komplett am Arsch, ich habe mich richtig in die Scheiße geritten und von da aus ging es dann immer wieder nach oben. Ja, ja, fühle ich. Ist bei mir auch ein bisschen so. Ist halt einfach so, ne? Kann auch passieren, wenn man so früh heiratet. Ich will auch gar nicht so drauf rumreiten, aber... Alles chillig. Ja. Alles chillig, ne? Also, boah, okay, krass. Aber dann versteht man das noch mal ein bisschen besser, wie krass diese Situation für dich einfach gewesen ist. Und ich will ja jetzt auch... Alles, da ist das jetzt auseinandernehmen und dann... Ja. Boah, bin krass, ich halt auch hingegangen, weil ich so war, ey, der Kampf ist jetzt wichtig. Ich habe mir jetzt über Jahre diesen Rekord aufgebaut und ich will jetzt nicht wegen irgendwelchen persönlichen Problemen, persönlichen Stress das Ganze nicht hinkriegen, weißt du? Ja, voll. Und dann bin ich halt trotzdem krank geworden. Also sollte irgendwie nicht sein. Aber im Endeffekt kann ich glücklich sein, weil da diese Frankfurt-Nummer hätte mir 10-mal mehr gebracht als... Wenn ich Oberhausen gekämpft hätte. Ja, voll. Normal, da wäre das untergegangen. Also da hätte ich auch dieselbe irgendeine Scheißnummer abgezogen. Aber für den Hinzen hatte ich auch ein paar Ideen, ne? Weil er da. Okay. Ja. Wieso? Was war bei ihm? Daywalker oder sowas. Und es gibt ja bei South Park diese Folge, wo Eric Cartman die Rothaarigen verfolgt. da hatte ich auch Alter, dafür kommen wir sowas von in die Hölle. Ach du Scheiße, okay. Na, hätte ich die Hexenverbrennung gestartet. Das ist schick. Das ist schick. Natürlich. Also so ein bisschen reingekommen mit dem Kreuz. So ein bisschen alttestamentarisch. Mit was für einem Outfit? Kennst du, das war das Ding. Da war ich noch dran. Da hab ich drin gearbeitet. Alter Schwede. Nee, aber kennst du, wie heißt das? Bryce Mitchell? Aus der UFC. Das ist so einer, so ein. Boah, wie heißen die? In Amerika, die so. Wirklich so auf dem Land wohnen, so die Hillbilly oder wie heißt das? Nee, ich kenne sie als Rednecks. Ja, genau, Rednecks, genau. Mhm. Jedenfalls, der wohnt auch irgendwo in der Pampa und der ist so der Meinung, irgendwie der Teufel ist dies, das, jenes, der redet auch immer so richtig komische Sachen. Und meinst du jetzt den in der UFC? Ja, ja. Jedenfalls, er nimmt dann so die Bibel vor, bei dem einen Kampf und schreit so Freedom oder irgendwie so, schreit den Gegner an. Ne? Da dachte ich, bin ich auch überhaupt nicht klargekommen. Der ist übertrieben. Scheiße. Okay, aber die Idee dahinter ist einfach ultra witzig. Ja. Boah, krass. Ich find's witzig, mal so reinzugucken, wie dein Kopf so funktioniert oder wie herrlich chaotisch der einfach ist. Weil das bei mir ist alles durcheinander. Also hätte ich meinen Trainer hier nicht, meinen Bruder und so, die mir helfen bei den ganzen Sachen, das wäre auf jeden Fall katastrophal. Also was heißt, natürlich bin ich immer so, ich muss auf viele selber achten, aber... gerade auch wenn du kämpfst und so, du weißt immer, du musst viele Sachen abgeben. Ja, voll. Ja, normal. Du musst gucken, dass die dir helfen mit den sozialen Medien und so. Wenn du dich jetzt, ein Kampf ist stressig genug und auch jetzt in die Form zu kommen, um gut zu kämpfen, so dass ich immer so eine Ausdauer habe und dies, das, jenes, das liegt ja nicht daran, dass ich mir vom Himmel gefallen ist, sondern dass ich wirklich gucke, dass ich alles richtig mache.
und mich von Kampf zu Kampf immer verbessere. Ne? Auch ich weiß immer nach den Kämpfen sozusagen, ich setze mich immer hin, gucke mir das 10-mal an, so was besser werden muss. Und dann arbeite ich halt auch gezielt daran, beim nächsten Kampf auf jeden Fall vielseitiger zu sein. Bist du jemand, der eher darauf guckt, dass er seine Stärken irgendwie ausbaut und maximiert? Oder bist du so jemand, der sagt, in dieser Teildisziplin bin ich scheiße und darin will ich besser sein? Das sind ja so zwei verschiedene Ansätze. Ja, zweiteres. Ja? Ja, also ich bin immer so, ich bleibe auf jeden Fall in den routinemäßig, die ich habe. Also ich trainiere weiterhin immer viel Grappling, auch viel Wrestling, dies, das, jenes, weil das so mäßig ja auch meine Stärke ist. Aber ich bin auch jemand, ich gucke wirklich sehr, sehr, dass ich auch im Striking vielseitiger werde. Und dann in den Kämpfen kann ich es immer nicht zeigen, weil meine Gegner keine Takedown-Defense haben. Fickt euch! Ein weiterer verbaler Seitenhieb aus der Fight School Hannover. Tada! Ja, ist halt der Weg des geringsten Widerstandes. Also ich bin so, ich werde es auf jeden Fall immer einbauen. Weil ich denke, zum Beispiel beim Coela war es auch so, die waren so, ey, warum hast du so viele Takedowns geshootet? Wir dachten, du wirst müde und so. Mhm. Wenn du guckst zum Beispiel so ein Merab, der drückt die Leute auch die ganze Zeit, um die auch müde zu machen. Und bei mir ist wirklich so, ich bin mir sicher, ich kann das, wenn wir zusammen sprinten, bin ich mir sicher, irgendwann verreckst du. Ja. Und dann, dann habe ich dich. Und so will ich auch kämpfen. Also, das, okay. Ja. Also ich habe keinen Bock da so, weißt du, ich denke immer so, also ich bin jetzt nicht, kämpfe nicht einfach wie so ein Bescheuerter, das ist schon eine Strategie dahinter. Ja, klar. Aber ich bin so, ich will für das Tempo hochfahren. Und ja, ich denke auch, so sollten Kämpfe gemacht werden. Ich bin immer so, ich will den Kampf immer finishen. Also ich denke nicht, irgendwie über die Punkte gehen oder sonst was. Ich weiß, ich habe die Kondition, um über die Runden zu gehen, aber auch, um es vorzeitig zu machen. Ja. Ich finde es gar nicht so einfach, weil natürlich willst du immer einen Finish kriegen, aber einen Finish zu erzwingen, wenn du so mit... Wenn du dich so drauf versteifst oder drauf verkrampfst, dann geht's ja meistens nicht. Ja. Wie, also wie kriegst du das hin? Ich verkrampfe mich eigentlich gar nicht so sehr darauf. Ich bin einfach so, boah, ich arbeite einfach, gucke weiter auf die Lücken und das Ding ist, ab einem bestimmten Druck, den du machst, fangen halt auch du und auch dein Gegner fangen an, Fehler zu machen. Und das sind halt Sachen, auf die ich sehr achte. Und ich habe das Gefühl, ich bin jemand, ich sehe recht schnell diese Fehler, die gemacht werden und dann. Okay. Ja. Wie viel davon ist Vorbereitung und wie viel davon siehst du im Kampf? Boah, ich sehe ja nicht alles im Kampf. Wirklich? Also, wie meinst du das genau? Also, wenn dein Gegner anfängt, Fehler zu machen. Du kannst natürlich hingehen und dir alles an Videomaterial von deinen Kämpfen oder von deinen Gegnern angucken, was die bisher auf der Matte oder im Käfig geleistet haben. Und dann kannst du sagen, okay, der ist irgendwie schwach oder anfällig für Low-Kicks und so weiter. Ich habe nochmal ungefähr... Und dann kannst du dich halt drauf einstellen, aber du musst es ja im Kampf auch nachjustieren, weil der bereitet sich auch auf dich vor. Das heißt, wenn du dann nur mit einer Strategie in den Kampf gehst und du verfolgst nur die, dann bist du natürlich irgendwann am Arsch oder dann bist du eindimensional. Wenn du dann aber die Fähigkeit hast zu erkennen, wo dein Gegner Fehler macht, dann ist es halt geil, weil dann kannst du die Kämpfe auch wirklich finishen. Aber das kommt ja eigentlich erst so mit der Erfahrung, oder nicht? Naja, also ich habe immer ungefähr einen Plan für die Gegner. Am meisten bin ich wirklich so, ich bin am besten, wenn ich den Kopf frei habe. Also generell, was ich mache, wenn ich improvisiere, bin ich immer am besten. Ungefähr einen Plan dafür, aber egal, was ich mache im Leben und so, ich mache einfach keine Pläne eigentlich, weil es geht immer nach hinten los. Also ich mache irgendwelche Pläne, dann kommt das, dann geht alles durcheinander. Deswegen ist immer so, ich lebe in den Tag als Talahun. Das klingt so ein bisschen... Also man könnte dir das jetzt böse auslegen und sagen, das ist irgendwie chaotisch und unorganisiert, aber ich fühl's voll, weil das sorgt irgendwie dafür, dass du einfach im Hier und Jetzt bist. Ja. Und was anderes brauchst du eigentlich auch nicht, weil, nicht. Nee, oder? Nee. Nee. Und deswegen finde ich Kämpfen auch irgendwie so geil, weil Kämpfen zwingt dich irgendwie einfach so im Hier und Jetzt zu sein, weil während du, was weiß ich, einen 80 Kilo Tschetschen auf dir drauf sitzen hast, der dir das Gesicht anhauen will, dann denkst du halt nicht, oh scheiße, muss ich vielleicht noch meine Buchhaltung fertig machen? Na, safe. Gar nicht, nee, null, dann hast du andere Probleme. Das Ding ist, ich finde auch immer in den Kämpfen, gerade die Leute, die so sich darauf versteifen, boah, ich hole das Finish oder das wird auf jeden Fall seine Schwäche sein und ja, dann gehst du in einen scheiß Kampf, dann ist es nicht so auf einmal. Ja. Zum Beispiel bei dem Coela war es auch immer so ein bisschen, den habe ich gesehen, seine Kämpfe gesehen und dann bin ich davon ausgegangen, eigentlich, dass er schneller ist, okay, aber dafür weniger kräftig. Also so sah immer so aus. Und dann in dem Kampf war er auch im Stand irgendwie gar nicht so schnell, wie ich dachte. Also ich bin da immer gut getroffen und war eigentlich auch weg. Aber ich muss sagen, beim Cash-Up und so, da war er echt kräftig. Also war echt stark. Hat sich echt schwer angefühlt. Ja, ist auch so. Manche siehst du auch gar nicht so an. Die haben so viel Gewicht an den Beinen auch, ne? Alter, ja. Ja, ist halt so. Ja, ja, die sehen aus wie so total schlaksige Typen, aber haben halt Beine wie so Baumstämme. Ich muss sagen, der Fry, als er einmal kurz auf mir drauf lag,
War auf jeden Fall ein guter Fettsack, der war richtig schwer. Ja, das ist hart. Shoutout an Corey Fry, du bist zertifiziert als guter Fettsack. Ja, der war auf jeden Fall schwer. Auch sein Kampf war heftig jetzt, ne? Ja. Ja, ja. Gut, der hat den gut erwischt, den Dings hier mit dem starken Körper. Ja. Mhm. Also der Fry ist, ich finde ihn, er könnte, glaube ich, in Deutschland noch mehr Fans haben, wenn er nicht so ein zu tätowiertes Gesicht hätte. Ich glaube, in Deutschland ist man da so ein bisschen vorsichtig, aber allgemein, der kann halt kämpfen, ne? Ja, aber er ist ein bisschen, er steht halt sehr, sehr gerade, ne, muss man sagen. Und ich habe auch immer das Gefühl, er ist irgendwie so, als ich habe mir seine Kämpfe vorher angeguckt und da, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber da habe ich so ein bisschen rausgesehen, er ist jemand, der ist sehr selbstbewusst, er macht die Sachen gut, aber er hat irgendwie so ein bisschen dieses, mit der Zeit gibt er oft. Okay. Weil in den einzigen Kampf, den er verloren hatte, das war so, der Würger saß halb, aber er war einfach am Arsch und aufgegeben. Ernsthaft? Und dann, ja, okay. Also was heißt so, ja, der saß irgendwie so komisch auf dem Kinn. Für mich sah es jetzt so aus, ne, nicht, dass ich hinterher einen auf den Sack kriege. Ja, und dann ist das Ding gewesen, ich dachte halt, ich mach den Würger immer wieder so zu, dies, das, jenes, und dann rufe ich seinen Traumata wieder auf und dann wird er irgendwann aufgeben und hat auch funktioniert. War das die Intention dahinter, so dieses Trauma wieder hochzuholen? Ja, genau, genau. Ja. Aber dann ist ja die, dann sind ja die Gedanken, die du dir in den Kämpfen machst, schon ein bisschen besser nachvollziehbar und nicht ganz so chaotisch. Ja, wenn du sagst, genau da ist die Wunde und da lege ich jetzt den Finger rein, dann ist ja schon noch bewusste Taktik. Es ist ja nicht ganz so weit hergeholt, wie du immer machst. Ich glaube, du bist sehr viel cleverer, als du dich nach außen hingibst. Ich muss die Leute alle verarschen und so tun, als wäre ich bescheuert. Das hat immer prima funktioniert, weil dann musst du auch weniger machen, ne? Dann will auch keiner was von dir denken, ist eh blöd. Ja. Ja, ist so. Sei klug, stell dich dumm. Das war die wichtigste Sache, die ich von meinen Eltern gelernt habe. Okay. Ja. Okay. Corey Fry, du hast ihn besiegt. Dennis Ilbay hat gegen ihn verloren. Wir haben vorhin mal über Ilbay gesprochen. Mhm. Das war irgendwie ein bisschen eine komische Situation. Ilbay war auf der Pressekonferenz und dann irgendwie hat Ilbays Vater das Mikrofon ergriffen und hat gesagt, jetzt haben wir hier wohl irgendwie ein Thema gerade. Ich glaube, die haben das so ein bisschen in den falschen Hals gekriegt. So war zumindest mein Verständnis, dass du mal irgendwann gesagt hast, wenn irgendjemand auf der Fightcard ausfällt, ich bin am Start. Ja, genau. Und dann hat er ja gesagt, ey, wie rattig ist es bitte, dass du anderen Leuten die Krankheit wünschst? Und Dennis Ilbay fand das ja auch nicht so witzig, dass du gesagt hast, du würdest potenziell gegen ihn kämpfen. Ja. Oder wie ist das Ganze da gelaufen? Ja, es war so, dass ich habe nach dem Kampf ein Interview gegeben. Ich weiß auch nicht mal genau, mit wem es war. Und die meinen, gegen wen willst du kämpfen? Dann meine ich, Ilbay hat ein gutes Finish schon mäßig. Ich habe vorher auch schon ein paar Mal gesagt, ey, ich würde gegen ihn kämpfen. Und dann, bin ich zurück in die Umkleide gegangen. Dann kam auf einmal auch sein Vater in die Umkleide. Und mit dem habe ich halt geredet so mäßig. Und er meinte, ey, ja, in Deutschland können wir uns so connecten. Wir können erstmal nach außerhalb kämpfen, dies, das, jenes. Und dann meinte ich so, ja, alles gut. So, wir können auch zusammen trainieren, passt alles. Zu dem Zeitpunkt dachte ich dann auch so, ja, scheiß drauf, ey, müssen wir auch gar nicht unbedingt gegeneinander kämpfen, so, ne? Dann bei der Pressekonferenz hat Ilbay sich da irgendwie besonders cool gefühlt und meinte halt so, ja, die labern alle im Internet so rum und dann gehen sie mit gesenktem Haupt an mir vorbei und geben mir die Hand so, Junge, dazu getan, als hätte ich einen geblasen gefühlt. Aber ja, Junge, ich dachte so, hä, was labert der für eine Scheiße? Im Endeffekt habe ich ihm die Hand gegeben, weil es so ist ganz normal. Es ist ganz normal, du hast Respekt vor deinen Gegnern. Ich bin auch echt niemand, der... ich bin eigentlich kein respektloser Typ. Natürlich laber viel Scheiße und so. Das kann man auch mal in falschen Hals kriegen. Aber wer mich kennt, ich bin auf jeden Fall keiner, der eigentlich so, den Leuten jetzt so eklig kommt. Jedenfalls, ich finde auch ein bisschen, was ich vorher gegen Ilbay geschossen habe, war eigentlich immer, weil er da so mit seiner Moral so übertrieben hat. Weißt du, so, ja Leute, lasst uns jetzt nutzen und diese RTL-Plattform, um zu zeigen, dass wir... Weißt du, dass das hier ein cooler Sport ist und so, baut keine Scheiße. Im Endeffekt, wir sind auf RTL und nicht auf dem History Channel. Ja, und das Main Event waren Zuhälter gegen den Hooligan und nicht irgendwelche Lehrer und Professor, die gegeneinander gekämpft haben. Ist jetzt nicht böse gemeint, und aber im Endeffekt, so, das ist das falsche Geschäft, wenn du so rumheulen willst. Jedenfalls, er meinte ja dann irgendwie, boah, was hat er nochmal gesagt? Irgendwie, ja, er bist noch grün hinter den Ohren, du bist noch jung, dies, das, jenes. Im Endeffekt, er meinte dann auch so, ja, wenn mir jemand irgendwie, was hat er gesagt? Wenn mich jemand irgendwie reizt oder sowas, dann habt ihr noch nie so einen jungen Mann gesehen, der so ausrastet oder sowas, so auf der persönlichen Ebene drohen, so mäßig wie, ja, ich komme, diese Leute, die dann so anfangen, ja, ich komme in deine Stadt und so, ja, richtig dumm, richtig dumm.
Weil im Endeffekt, er redet von Moral und Mann, wenn du mir auf die Fresse hauen willst, unterschreib einen Scheißvertrag. Legal, kannst du mir aufs Maul hauen, ich probiere dasselbe bei dir. Zwar, das brauchen wir auch gar nicht mehr reden, natürlich werde ich ihn ärgern, weil er gibt einfach zu viel Fläche dafür. Er sieht für mich aus wie der ungepflegte Sido. Und ja, ist nicht böse gemeint, aber im Endeffekt, ja, was willst du sagen, scheiß drauf. Ich darf ihn auch nicht die ganze Zeit beleidigen eigentlich. Also ich versuche ihn ja nicht zu beleidigen. Er kann jetzt auch sagen, ja Max, ey, boah, guck mal, dieser hässliche Glatzkopf und ja, was auch immer er sagt, aber wird er ja nicht machen. Er wird jetzt wieder nur sagen, ja, ey, ihr seid alle so kindisch, dass ihr überhaupt irgendeine Scheiße redet. Lasst uns das... Meinst du? Ja, macht er ja so. Okay. Ich habe ihn ja rausgefordert, habe gesagt, lass in Frankfurt kämpfen. Dann hat er sich ja für Degashek entschieden. Ja, und Degashek muss ich rächen. Ich muss ihn rächen, weil er ist ein guter Kumpel von mir. Ah, ja. Ich wusste gar nicht, dass du Best Buddies mit Degashek bist. Degashek ist ein cooler Typ. Ich mag den auch. Ja, ich habe mit ihm zusammen Gewicht gemacht. Ich wusste ja auch vorher, dass er so verletzt ist, wie er verletzt ist. Und ich muss auch sagen, er hat auf jeden Fall krasse Eier, mit einem Bein in den Kampf reinzugehen. Und ich dachte mir auch schon, ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie war, zu ringen mit so einem kaputten Knie. Mhm. Aber kann auch sein, dass er da wirklich den schnellen Finish gesehen hat und vielleicht auch wusste, dass er gar nicht so lange durchhalten kann mit diesem Bein. Auf jeden Fall, ja, was will man sagen? Er hat auf jeden Fall wegen dieser Verletzung lange nicht so performt, wie er performen kann. Und ich denke... Also meine ehrliche Meinung ist, ein heiler Degashek wird auf jeden Fall auch gewinnen gegen Elbal. Okay. Also ist jetzt, natürlich kann man jetzt sagen, ja, die werden mich jetzt auseinandernehmen, werden sagen, ja, bla bla bla, aber ich glaube, also keine Ahnung. Also ich schätze ihn als Stärke ein. Ich würde es auf einer sportlichen Ebene super gerne sehen, Elbal gegen dich oder du gegen Elbal. Ja. Also ich mag euch beide, ich finde euch beide mega sympathisch. Ich finde, ihr seid beide eine Bereicherung für den Sport. Ich finde auch Ilbay und sein Vater, die sind ein cooles Team. Ja, die sind cool. Der Vater ist auch richtig cool. Deswegen war ich auch so, ey, da wollte ich gar nicht übertreiben. Ja, ja. Also er saß da, kann auch sein, dass ich irgendwas anderes gesagt hätte ansonsten. Aber der Vater saß halt vor mir und dachte ich auch so, ey, er ist mit seinem Vater hier und sowas. Ja. Also was heißt so, natürlich, aber ja, und generell bin ich auch immer so jemand, also gegen die Familie von jemandem würde ich niemals im Leben schießen. Das hat nichts mit Kämpfen zu tun, du kämpfst gegen eine Person, da kann hin und her gehen, was man will, kann man sich beleidigen, aber ich wäre zum Beispiel so jemand, ich würde niemals hier so wie Covington oder so komisch, irgendwie die Leute, die Familie oder sowas, das hat immer, also weil da wird's eklig, also das würde ich niemals machen. Deswegen, ich schieße gegen Ilbay, ich sag auch so, ey, du übertreibst es mit deiner Moralgeschichte und so und ist für mich ein bisschen scheinheilig und ja, deswegen lass uns einfach kämpfen und wenn dieser Kampf nicht zustande kommt, ich denke, wird nicht zustande kommen, dann vielleicht irgendwas anderes. Ich musste bei der Pressekonferenz dann den Leuten ein bisschen übers Maul fahren, weil ich dann irgendwann dachte, irgendwann lief das so ein bisschen aus dem Ruder und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist mal Ruhe im Puff, jetzt ist mal Feierabend, weil im Endeffekt ist es so, soll man sich zusammensetzen, sollen die Manager sagen, ja, machen wir oder nein, machen wir nicht. Ihr konntet beide gesichtswahrend aus der Situation rausgehen, weil ihr beide gesagt habt, ey, keiner von uns muss irgendwie kneifen, jeder von uns hat die Eier zu kämpfen, sollen die Manager und sollen auch gleich mal den Papierkram machen und wenn es passt, dann passt. Wäre, glaube ich, eine geile Sache. Ich fände es wirklich eine geile Geschichte, einfach aus dem Grund, weil, guck mal, jetzt hatten wir Eckerlin gegen Jungwirt, im Dezember haben wir Dussis gegen Popek und man hat immer so den Tenor, ey, wir aus der MMA-Szene in Deutschland müssen so ein geschlossenes System sein und wir müssen uns gegen die und wir müssen uns mit den Leuten aus dem Ausland messen. Was auch ein cooler Gedanke ist. Ja. Aber ich finde hin und wieder mal so ein deutsches Duell bringt nochmal ein bisschen eine andere Dynamik rein. Kann geil sein, kann sehenswert sein. Ist auch viel geiler, weil er bringt seine Leute mit, ich bringe meine Leute mit. Ja. Und dann wird das auf jeden Fall ein geiles Ding. Und ja, er meint ja auch so, dass ich gesagt habe, ja, lass uns erstmal gegen die Leute aus dem Ausland kämpfen. Aber ich war halt echt so, die haben mir für Frankfurt nur den Samsonice immer und immer und immer wieder angeboten. Und ich meinte, ey, Samsonice, ich trainiere mit dem Sami zusammen, seinen guten Kumpel. Ja. Und bereite mich gerade auch mit ihm sozusagen auf den Kampf vor, weil Johnny war ja auch kurz raus. Und ja, dann auch hinter dem Hintergrund, dass wir ihn schon länger kennen, er meinte, ja, ey, wir müssen mal Vorbereitung zusammen machen, ist einfach eklig. Also da gibt's, wie man auch gesehen hat, genügend andere Leute, aber mit dem Ilbay, da teile ich mir jetzt eigentlich so, da teile ich nichts. So, keine Sympathien und ja, außer dass wir uns gegenseitig in die Schnauze hauen wollen und das war's eigentlich. Ja, deswegen, keine Ahnung, er meinte ja dann auch, ja, ich glaube, du bist doch ein bisschen jung und so. Und sowas geht mir halt richtig auf den Sack, weil im Endeffekt, wenn hier der Vertrag jetzt liegen würde, ich würde den Scheiß unterschreiben, egal, ich würde niemanden fragen, niemanden. Und er sagt, ja, mein Vater muss was sagen, mein Manager muss was sagen, ja,
kann ich dir auch ganz genau sagen, warum sein Manager dagegen wäre, weil er weiß, dass er auf die Fresse kriegt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie es machen werden. Und wenn doch, dann macht es, Mann. Und sagt nicht, ja, mein Vater und hier, dies, das. Weißt du, ich brauche auch nicht jetzt hier die Zahnfee fragen, ob ich gegen kämpfen kann. Ich weiß ganz genau, dass ich gegen... Ja, ich würde den... Zahnfee. Ja, scheiß drauf, Mann. Digga, du direkt, machst mich so fertig. Ich würde direkt gegen ihn kämpfen, ist mir scheißegal. Ich würde ihn fragen. Ja. Also dir geht's auf den Sack, wenn er diese Argumentation anführt und dann aber den Vertrag nicht unterschreibt. Ja, so als recht zu jung oder sonst was, ja. Mann. Ich hab, oder ja, du bist doch ein bisschen grün in den Ohren. Im Endeffekt, ja, schön, dass er geboxt hat. Wäre so guter Boxer, würde da so gut abräumen, dann wäre er noch im Boxen. Ich habe noch nie irgendwas von seiner Boxkarriere so mäßig gehört. Ich glaube, er hat nur gegen einen Haufen LKW-Fahrer gekämpft. Und alle guten Dinge hat er abgegeben gegen starke Leute. Und ja, was soll ich da sagen? Keine Ahnung. Seine MMA-Kämpfe haben mich jetzt auch nicht so überzeugt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wie er damals auch gegen Uca gekämpft hat und so, da dachte ich mir schon direkt, Alter, das ist leichtes Geld. Okay. Ja, und das denke ich auch jetzt immer noch. Ich denke, Ilbay ist leichtes Geld für mich. Und ich hoffe, dass ich nicht auf die Fresse kriege. Sonst, ja, werde ich das so einblenden. Wenn er mir aufs Maul haut. Und das ist auch das Ding. Ich bin immer so richtig so, ich bin da gleichgültig mäßig. Mhm. Also ich werde alles dafür machen, um diesen Kampf zu gewinnen. Aber ich hab kein falsches Ego. Also ich weiß ganz genau, wenn ich jemand verliere, jemand auf die Fresse kriege und alle sagen, ja, ey, guck mal, dieser Wichser, der hat immer so seine Fresse aufgerissen und so, bin ich so, ja, scheiß drauf. Ey, ich trainiere einfach weiter und das nächste Ding hole ich mir. Wenn dir sowas auf den Sack geht, aber man kann dir nichts anhaben, wenn du verklagt wirst, in Trennung bist und dein Kampf ausfällt, womit kann man dir so richtig auf die Fackel gehen? Boah, eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich grundentspannt. Was heißt grundentspannt? Ich bin eigentlich immer abgefuckt. Ich bin eigentlich immer sauer und deswegen trainiere ich auch die ganze Zeit. Also ich habe immer, ja. Daher wird der Wenn ich aufhöre zu trainieren und so, dann komme ich immer auf ganz dumme Gedanken und deswegen bin ich auch froh, dass ich den Sport habe. Was für Gedanken sind das? Boah, keine Ahnung. Also ich bin auf jeden Fall jemand, ich habe immer ganz gerne irgendeine Scheiße gebaut und ja, mich auch in irgendwelche Situationen begeben. Aber ja, das ist auch eigentlich alles Geschichte, weil ich habe ja den Sport und so weiter und so fort. Es ist geil, was der Sport aus dir gemacht hat. Ich finde, es ist mega cool, so dich bei deiner Reise zu mit dir da zuschauen zu dürfen, so aus der ersten Reihe im Cage, am Cage oder hier im Podcast. Macht auf jeden Fall mega Bock. Ja, wir müssen gucken, was jetzt abgeht. Ich bin auf jeden Fall, werde ich jetzt mit Octagon reden. Ich habe auch noch natürlich immer andere Angebote. Einen Kampf habe ich auf jeden Fall noch im Vertrag, das kann ich auch sagen, ne, oder? Mhm. Vielleicht, hinterher jetzt kommt die nächste Klage rein. Ich kann mich in 10 Jahren erscheinen lassen. Spaß, ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall fette Kämpfe machen. Der Ilbay-Kampf wird, weil, keine Ahnung, ist eigentlich auch dumm, dass ich das mache, weil das ist eigentlich hauptsächlich, weil er mir auf den Sack gegangen ist. Eigentlich brauche ich den Kampf nicht. Eigentlich müsste ich jetzt gucken, dass ich mehr so ein wirklich ein fettes Ding suche. Also zum Beispiel so gegen so einen Jano Ahrens oder so, falls er jetzt zu Octagon kommen würde. Wäre auf jeden Fall für mich ein richtiger Härtetest. Ja. Auch UFC-Veteran und ja, da könnte ich auch gucken, wo ich stehe. Ja, mir schreiben auch immer wieder ganz viele, ja, Koga, der, boah, keine Ahnung, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ihr wart in Frankfurt in derselben Kabine, glaube ich, ja, oder direkt aneinander. Gegeben, deswegen muss ich ihm auch eigentlich für mal dankbar sein. Die Gucci-Latschen hat er dir gegeben. Für den Wild, okay. Ja, dann habe ich meine ganzen Klamotten weggeschmissen. beim Einlauf und dann, wie heißt das? Da Lister hat mir auch eine Hose gegeben und so. Also ich bin da wie so ein richtiger Penner, wie so ein Bettler. Du bist mit der Hose von Katharina da Lister von dem Event weg, ja, oder was? Ja, natürlich. Nee, doch, hast du nicht gemacht. Sie hat mir die Hose gegeben, Dings hat mir Latschen gegeben. So, das war schon eigentlich alles. Muss ich diesmal auf jeden Fall nichts klauen, weil sonst ist eigentlich immer so mein Ritual, ich nehme immer irgendwas mit von den Veranstaltungen. Echt? Ja, ah, den Arm von meinem Gegner oder den Kopf oder sowas. Ja. Ja. Ja, oder auch einfach mal irgendwie so... Hängt alles in meinem Raum da hinten. Geil. Der Trainer fragt immer, warum stinkt das da so, aber... Ja. Okay, verstehe. Aber er guckt sich eben meine Sachen nicht an. Er wird sagen, ja, boah, auf die Scheiße. Ich kann dir nicht zuhören, du Spinner, wird er sagen. Herrlich. Er sagt immer mal, boah, ich hoffe, du verpisst dich bald nach Amerika. Also ich bin auf jeden Fall... Ja. Bisschen im Dorn im Auge, ja. Ich kann sagen, ich bin auf jeden Fall genug auf den Sack gegangen. Der hat doch safe so eine Hassliebe zu dir, oder? Ja, safe. Aber ich auch zu ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Natürlich. Warum? Weil er, wie sagt man das? Ja, er ist überkritisch. Nein, er ist ein cooler Typ. Okay. Ein cooler Typ, ich verstehe mich richtig gut mit meinem Trainer und ich könnte mir keinen besseren Trainer wünschen. Ist auch so, egal wo ich war im Ausland, nirgendwo konnte ich technisch so viele Sachen lernen wie hier. Und die Leute sagen immer, ja, bla bla.
sagt er jetzt nur, warum auch immer. Jedenfalls. Sagt er nur, weil er hier wohnt? Ja, genau, sagt er nur, ja. Jedenfalls kann ich nur sagen, also für die technischen Details und sein Auge dafür ist auf jeden Fall richtig übertrieben. Und ich war wirklich in großen Gyms mit dem Top-Team, die es passieren ist. Ich habe geguckt, wie die da arbeiten. Und ich denke auch oft in so großen Teams ist es so, dass die fertigen Kämpfer dahin kommen, weißt du? Wenn du jetzt so einen Zerhukien hast, der schon geistkrank ist im Stand, im Ring, sonst was, ja, dann noch Kleinigkeiten und das war's halt, ne? Mhm. Und dann guckst du halt, dass alles passt. Aber ja, ich kann auf jeden Fall kaum erwarten, wieder zurück nach Miami zu gehen. Kein Bock mehr auf das Scheißwetter hier. Und ja, ist auch immer so, irgendwann gehen die Leute auf den Sack. Du bist dann so, boah, ich bin erstmal weg und das war's. Hast du nicht theoretisch Bock, einfach irgendwo ins Ausland zu ziehen und dann nur für die Fightcamps oder stellenweise wieder nach Deutschland zu kommen? Ja, ich glaube, es macht keinen Sinn. Solange ich hier kämpfe und ist auch so, ich trainiere am liebsten eigentlich hier. Mhm. Aber ja, das drumherum. Sobald du hier rauskommst, da bist du auf jeden Fall Depri. Nein, was heißt Depri? Aber ja, ist schon geiler mit fettem Strand und dies, das, jenes, so gutes Wetter, das mag ich eigentlich schon lieber. Ja, also ich finde das in Deutschland so ein bisschen schade. Also theoretisch gesehen geht es uns ganz gut. Wir haben voll die gute Infrastruktur und alles. Und dann gehst du aber irgendwie raus und alle Leute sehen irgendwie, machen halt ein Gesicht wie Dresden 45. Ja, genau. Und ich denke mir so, Dicker, komm, reiß dich doch mal ein bisschen zusammen. Es gibt viele Sachen, die mich auch an Deutschland irgendwie abfacken, wo ich mir so denke, so strukturell macht man uns einfach hier so mies kaputt. Ja, gerade so irgendwie, wenn du selbstständig bist, ist so, Dicker, ist echt mies. Und es gibt viele Entwicklungen, die mir da auch nicht gefallen. Deswegen denke ich mir auch so, wenn ich meine Freundin, meine Familie und meine Schwiegereltern nicht bei mir in Freiburg hätte, ich wäre schon längst irgendwo im Ausland, weil es mir einfach... Das hast du dich auch auseinandergenommen. Du hast gesagt, deine Schwiegereltern und Freundin, du hast nicht Frau gesagt. Ich bin auch noch nicht verheiratet, aber das sind für mich meine Schwiegereltern. Okay. So, es ist so okay. Der Einfachheit halber, Ich wollte dir nur schon mal einen Tipp geben. So, okay, gib mir mehr Tipps. Ja. Gib mir mehr Tipps für die Ehe. Wenn du Freundin sagst und nicht Frau, dann brennt auf jeden Fall die Hölle. Dann musst du erstmal ein neues Fightcamp buchen. Damit Scheiße, okay. Ist dir das passiert? Ja. Alter. Jedenfalls, keine Ahnung, ich finde auch in Amerika, die Leute, selbst wenn die nichts haben, die gönnen dir einfach die Sachen mehr. Zum Beispiel bei mir ist immer so, ich gucke nie auf die Leute mit, boah, der Arsch, warum hat der das oder jenes? Wenn ich irgendjemanden sehe, der was krass erreicht hat, dann denke ich immer so, boah, heftig. Mhm. So, ich nehme kannst du was von ihm lernen, als ne? Als Inspiration, ja, ich probiere von jedem was zu lernen. Und es sind viele so, die sagen, boah, Mann, der hat einfach nur Glück gehabt oder sonst was. Und weißt du, du weißt gar nicht, was irgendjemand für irgendwas gegeben hat. Deswegen, da bin ich auf jeden Fall anderer Ansicht. Und auch, dass wir jetzt hier mit unserem Sport in so eine scheiß Ecke gestellt werden. Ich sag dir, so viele Leute würden einfach sagen, ja, guck mal, dieser Bescheuerte, der macht den Mister im Internet, redigen Schrott und sonst was. Und das ist gar kein richtiger Sport. Ja, was willst du sagen? Im Endeffekt, ja, kann man auch... Es ist auch anders als viele Sportarten, ne? Mhm. Also wir treten ja nicht hinter den Ball, wir treten ja hinter den Kopf von den Leuten. Mit Anlauf statt Gleitgel. Ja, und vorher, ja genau, vorher nehmen wir noch 10 Kilo ab innerhalb von kürzester Zeit, hungern uns runter, wieder hoch. So viele wissen ja gar nicht, was damit verbunden ist mit dieser Nummer. Ja. Ja, es ist ein bisschen schade, aber ich glaube, das kommt in Deutschland. Ich glaube, das kommt in Deutschland so ein bisschen mehr, dass der Sport halt die Anerkennung so kriegt, die Athleten auch verdient haben. Gerade jetzt, wenn es mit der ganzen RTL-Geschichte laufen sollte, was ich natürlich hoffe, weil dann erreichst du halt viel mehr Leute und dann verstehen die Leute halt auch so, ey, die ganzen Kämpfer sind halt keine kriminellen Atzen, sondern das sind halt Leute wie du und ich, die haben halt auch ihren Traum und die arbeiten halt scheiße hart dafür, so, weißt du? Deswegen hoffe ich auch, dass es und ich in die denke Richtung halt geht. Auch immer, zum Beispiel RTL jetzt, wer sich da diese ganzen Sendungen reinziehen kann, die auf RTL laufen, der kann sich auch Kämpfe angucken. Also schlimmer als die Sendungen so zum Großteil, da geht er gar nicht mehr. Also ich meine, wer sich so Frauentausch anguckt, Mann, der kann sich auch angucken, wie jemand zusammengeschaltet. Das Kinderzimmer ist sauber. Es ist sauber. Ich habe meinen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht und jetzt wird weiter diskutiert. Ich würde so gerne mal einen Podcast mit Psycho Andreas machen. Ja, Mann, Digga, es wäre ja nur noch wild. Ey, du bist eine hochnäsige Schlampe und das war's jetzt für mich. Also ich würd viel Geld dafür zahlen, um mich mit dem einfach mal auch abseits von einem Podcast von dem Andreas? Die Lieblingsszene ist die, wo er wutentbrannt aus diesem Zimmer rausrennt, die Tür zuknallt und dann ist, hast du es gesehen mit dem Kalender? Er hat so einen Schalke-Kalender, dann knallt er die Tür zu, der Schalke-Kalender fliegt runter und darunter ist so ein Porno-Kalender mit so Pin-Up-Girls. Und das haben sie, glaube ich, nur für den Videodreh, haben sie es einfach verdeckt. Es gab so ein Video von ihm, wo er irgendwie angezeigt wurde, weil er mit seiner Tante da auf dem Balkon immer gefickt hat. Das war richtig... Boah, Kopfkino! Das war so ein riesen Pferd, Alter. Das ist so ein richtiger Krokettenfrachter, ne? Ja, safe. Boah,
Boah, nee, also nee. Das war auf jeden Fall übertrieben. Nee, was auch heftig war, es gibt auch, keine Ahnung, Alter, ich habe das als Kind immer oft geguckt, weil ich fand das übertrieben. Ja, deshalb bist du so, wie ja. du bist. Nee, ich bin immer meine Großeltern besuchen gegangen und die waren da auf so einem kleinen Dorf und das war das Einzige, was im Fernsehen lief irgendwie. Ne? Nein, zum Großteil sind wir draußen rumgerannt, sind den Leuten auf die Nerven gegangen, aber dazwischen haben wir uns Inspiration geholt von Andreas. Ne? Geil, ja. Geil. Und dann habe ich auch mal gesagt, ja stopp, jetzt reicht es. Nein, jetzt red ich. Und dann kriegst du das Letzte vom Nächsten zu hören und dann immer so weiter. Es gab noch irgendeinen anderen Atzen bei Frauentausch und das war die intellektuelle Speerspitze. Das war der krasseste Typ, ein Visionär, der seiner Zeit weit voraus war. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber von ihm entstammt dieses absolut geile Zitat. Entweder du packst deine Sachen und gehst, oder du packst deine Sachen und fährst. Und ich denke so, ja, geil. Ich finde auch den Links immer geil, den mit der Glatze, diesen Detlef. Ja, Detlef Steves. Ja, der ist übertrieben. Der ist so witziger. Finde ich ihn, er ist witzig, aber ich finde ihn auch irgendwie sympathisch, weil manchmal denke ich mir so, er ist einfach mein Spirit. Ja, und wie er gesagt hat, einfach so, er glaubt, dass Gegenstände ihm was wollen und so. Ja, also, dass Gegenstände eine Seele haben und dass sie ihm was Böses wollen. Boah, geht mir dieser Stein auf den Sack. Und der ist echt auf jeden Fall übertrieben. Boah, hör auf, mir tut der Rücken weh, du Affenjunge. Wir müssen diese ganzen Leute eigentlich holen und mit denen da so eine Freakshow machen. Detlef. Dieser Zirkus in Simpsons, wo die Detlef ist schon zweimal bei EMC in Düsseldorf gewesen. Alter. Der interessiert sich schon für MMA. Ja, Grüße an Detlef Steves. Detlef, wenn du mal Bock hast, zu Octagon zu kommen, ich besorge dir Freikarten. Ecke. Komm in die Ecke von diesem absolut raketengeilen Typen. Damit du dahin passt, aber nicht Spaß. Ne? Du machst einfach deinen nächsten Kampf mit Thorsten und mit Detlef in deiner Ecke. Boah, aber stell dir vor, die beiden verstehen sich nicht. Was das? Das wäre Armageddon. Wir müssen einfach einen Kampf wegstreichen. Tut mir jetzt leid. Digga, Thorsten Legert gegen Detlef Steves. Nicht, dass jetzt wieder heißt, ich will irgendjemanden von der Karte schmeißen oder wünsche irgendjemandem eine Verletzung. aber die müssten auf jeden Fall am selben Abend noch einen Kampf da wegräumen und dann würden die gegeneinander kämpfen. Thorsten Legert gegen Detlef Steves wäre das brutalste Duell, Alter. Also, wir haben jetzt Uwe gegen, also Flying Uwe gegen Edis, auch geil. Aber wir können von Netflix direkt diesen Tyson gegen den Schmuchter wegnehmen und die beiden gegeneinander kämpfen lassen. Ja, Alter, das wäre ja nur noch witzig. Ja, das wäre übertrieben. Das wäre richtig stark, Alter. Ich muss mal mit den Marketingleuten bei Octagon reden, ob wir sowas auf die Beine stellen können. Das wäre also viel zu geil. Das ist eh so. Die gucken doch auch richtig viel auf Marketing und so. Da kann man auf jeden Fall was draus machen. Also ich denke auch generell, jetzt gibt es ja auch einen Kampf zwischen hier diesem Streamer da und Uwe. Genau. Was ist das eigentlich für ein Gewicht? Die kämpfen auf 77. 77, okay. Ich habe gedacht, Digga, bei Uwe weiß ich es nicht. Mhm. Der ist schon stabil, aber er ist so groß wie ich ungefähr, ja, der ist so zwischen dir und mir. Ja, also ich denke, der ist so 1, keine Ahnung, 75 oder sowas. Mhm, ja. Aber Edis ist halt riesig. Ne, der ist groß. Und ich denke mir so, Dicker, wie kriegt der denn bitte 77 Kilo hin? Ja, der ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie sagt man das? Wahrscheinlich ein bisschen schlatzig, man weiß ja nicht. Die tragen immer so große Klamotten. Ja. Aber was hat der Edis für einen Background? Der kommt aus dem Ringen und der hat irgendwie, er hat mal irgendwie in einem Video mit Eckerlin erzählt, dass er schon seit Kindheit an irgendwie am Ringen war, dass sein Vater gerungen hat. Und dass er das so ein bisschen von familiärer Seite aus so anerzogen gekriegt hat. Mhm. Deswegen glaube ich, Ringer, du kennst es selber, die haben halt eine brutale Grundathletik. Und ich glaube, der trainiert so seit zwei, drei Jahren oder so trainiert der MMA. Weißt du? Weil es gibt ja viele, die sagen immer, ja, dies, das, jenes. Und dann, aber es gibt auch einige, bei denen stimmt das ja dann wirklich. Geh den doch einfach mal besuchen, mach ein Video mit dem. Der nimmt nämlich auseinander, schmeißt nämlich die Gegend. Und dann nein, safe nicht, Alter. Safe nicht. Also. Ich habe auch mal gesehen, er hat irgendwie in seinem Stream irgendwas gesagt da mit dem Kampf von mir. Weil ich hatte auch, war eine coole Nummer. Mhm. Eine coole Nummer. Muss ich sagen, das ist dann wahrscheinlich auch ein Kampf, der sehr interessant ist. Wir haben dem Uwe auch gesagt, ey, komm mal her, dann trainieren wir ein bisschen. Ja. Und ich habe ja nach dem Kampf mit ihm geredet. Ist auch echt korrekt. Der ist gar nicht so weit weg von hier, ne? Der ist in Hamburg, oder? In Hamburg. Was gibt's als nächstes? Spaß. Ja, vielleicht, mal gucken, aber ist doch geil. Also, aber die Idee mit Detlef Steves gegen Thorsten. Ja, Alter, Thorsten gegen Detlef, das wird auf jeden Fall Next Level-Kampf. Also da kann man auch. Ey, das ist viel zu stark. Was könnte noch so Freak-Fights sein, die wir machen? Wir brauchen irgendeinen Freak-Frauenkampf. Ich bin halt, das Ding ist... Und zwar mussten wir die Rote Zora kämpfen lassen. Gegen wen lassen wir sie kämpfen?
Die rote Zora. Ja, eure Kommentatorin, die rote Zora. Ach so, die Aline, ja. Ja, genau. Ja, Aline sollte kämpfen. Boah, schwierig. Ja. Ich bin halt auch gar nicht so in diesem ganzen Promi-Ding und Fame-Fighting und sowas drin. Gegen diese Tante, die gesagt hat, hier, die nicht lesen kann, von Frauentausch. Gegen die Erdbeersahnekäse. Ah, das um Gottes Willen. Ja, genau. Dein Terrarium. Ja, genau. Das wäre auf jeden Fall. Aber ja, die kennen auch nicht so viele. Man müsste sie jemanden rausholen. Doch, die kennen. Ja? Nadine heißt die, glaube ich. Nadine von Frauentausch ist es. Ja, ja. Ich kenne mich da nicht, gar nicht so gut. Ich glaube, sie hieß Nadine. Aber das irgendwie tun mir die Leute auch so ein bisschen leid, weil, Dicker, so jemand wie der Andreas. Oder die. Erstens werden die voll ausgebeutet. Und Alter, die sind ja jetzt wie so Negativ-Promis. Die sind wie so inverse Promis. Die können ja nirgendwo mehr hingehen, ohne dass Leute die irgendwie nachäffen oder so. Ich denke so, boah, scheiße, das tut mir schon leid. Aber das Ding ist halt auch bei vielen. Die habe ich gesehen und da dachte ich mir echt so, ey, wie sind die überhaupt imstande, alleine zu leben? Ja. Ist nicht böse gemeint, ne? Aber ich denke so, ach du Scheiße. Ja. So, die, boah, also... Dann müssen die Sendung machen, vorher vielleicht einmal kommen und zweimal durch die Wohnung durchkärchern oder so. Keine Ahnung, wie das läuft. Kann also, sein, ne? Also Aline von Octagon gegen die Nadine von Frauentausch, das wäre was. Dann noch so richtige Promis, also so Leute, die so richtig untouchable sind, so Till Schweiger oder sowas. Boah. Ich glaube aber, der ist auch so jemand, der ist, glaube ich, auch richtig wütend so unterwegs, ne? Wenn ich den so sehe, dann denke ich immer so, boah, ey, der hat auf jeden Fall das Serienkiller-Potenzial. Ja, weißt du, ich glaube, das ist gar nicht so easy, wenn du so krass bekannt bist, weil ich stelle es mir auch schräg vor, guck mal, du irgendwie so in diesem Kampfsportkosmos, dann bist du auf Veranstaltungen und Leute wollen Fotos mit dir machen und so, ist alles cool, aber in deinem Alltag hast du das ja nicht. Ja. Also, oder nicht so häufig, sag ich jetzt mal so, ab und zu mal. Ich war ja gegen diesen Typen, der immer Werbung macht für die ganzen Kissen und sowas. Gegen Marcel Davis von 1&1. Ja, oder, nee, ich meine einen anderen. Ich meine diesen, boah, der auch Comedian ist, so ein Blonder. Der Werbung macht für die ganzen Kissen. Der macht immer für dieses XXXLutz, bla bla bla. Fuck, wie heißt der nochmal? Warte mal, ich muss mal kurz googeln. Warte mal. Wir müssen. Marcel Davis, 1&1. Warte mal kurz. XXXLutz. Wie heißt der? Matthias Schweighöfer. Matthias Schweighöfer gegen Till Schweiger. Matthias Schweighöfer gegen Till Schweiger. Ja. Aber weil du meintest, so Til Schweiger hätte so voller Serienkiller-Potenzial, ich denke mir so, Dicker, guck mal, wenn du so bekannt bist, du kannst ja nirgendwo mehr hingehen, ohne dass du irgendwie von Leuten belagert wirst. Ich glaube, das ist mies anstrengend auch einfach. Ja, ne? safe. Also. Nein, er sieht nur immer aus, als würde er diese Wut schon mit sich rumtragen. Ja, so. Also, aber kann jetzt auch sein, dass... dass wir ihm Unrecht tun. Ich glaube, wenn von ihm jetzt auf jeden Fall so eine Anzeige kommt, dann... Denk ja gleich mal, bist du Privatinsolvenz. Privatinsolvenz. Vorbei. Also, ja, kann mir ja nicht mehr viel. Ich wohne ja jetzt schon hier, dann gebe ich alles ab. Vielleicht noch meine Matratze und lege mich auf den Boden. Den nackten Mann kannst du nicht mehr in die Tasche greifen. Den kannst du mir nicht klauen. Das ist so. Kannst du höchstens noch in den Knast stecken, in Beugehaft oder so. Also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen aufpassen mit dem, was ich sage, aber... Tu's nicht, bitte. Nee, mach ich auch nicht. Ich bin erst in der Schule dafür auseinandergenommen worden und jetzt sitzen wir hier vor der Kamera und es geht weiter. Und jetzt hören die Leute uns gerne zu dafür, dass wir immer allen auf den Sack gegangen sind. Ja, aber ist auch ein Talent. Ja, natürlich. Ne? Natürlich, das Talahun-Talent. Ja, Mann. Also ich habe ja eigentlich überlegt, ob ich Max heute so vorstelle, Leute. Passt mal auf. Der Typ ist heiß, hat einen Pimmel wie eine Faxedose. Langer Schaft, ab geht's. Ich hab Bock. Ey, der Olli Schulz ist der Beste. Den könnte man auch bei Octagon kämpfen lassen. Nicht nur kämpfen lassen, sondern der könnte auf jeden Fall auch ein bisschen sowas kommentieren. Ja. Auf jeden Fall da so ein bisschen, Der Typ ist heiß, hat einen Pimmel wie eine Faxedose. Ja. Langer Schaft, auf geht's, ich hab Bock. Und dann denkt er sich immer irgendeine Scheiße zu den Leuten raus. Er denkt sich immer irgendeine Scheiße zu den Leuten aus. Und, das ist wild. Ja, das wäre übertrieben. Wenn wir auch noch, also was schon diverse Zuschauer bei Octagon gefordert haben, ist ich gegen Jan Böhmermann. Boah. Wäre auch geil. Würde ich sofort machen. Böhmermann? Ja, aber Jan Böhmermann hat ja gar keine Chance. Ja, eben. Aber du glaubst, er kann die Polizei mitnehmen. Soll er machen. Einfach aus Prinzip.
Weil ich mag so die Öffentlich-Rechtlichen nicht. Ja. Ich denke so, gib mir meine 18,36 Euro Rundfunkbeitrag zurück. Alter, was ist das für ein Scheiß? Ja, deswegen würde ich auch nie für die arbeiten. Aber Jan Böhmermann, der ist doch, was wiegt der? 60 Kilo? Der sieht doch aus wie eine Frau. Der sieht halt aus wie ein Durchsichtiger. Ja. Ich glaube, wenn du einmal niest, dann ist der halt an der Cage. Aber der ist übertrieben. Also der ist richtig lustig. Also, ein bisschen lustig finde ich ihn schon, aber ich denke mir so, boah, manchmal, in manchen Belangen finde ich ihn grenzwertig. In manchen Belangen finde ich ihn grenzwertig. Ach, ja. Was will man sagen? Keine Ahnung. Also, du hast ja auch Kampfsport-Background, das geht ja gar nicht. Also, kannst ja, soll er 2-3 Jahre trainieren. Weißt du, gegen wen du kämpfen müsstest? Gegen diesen einen Dicken, der immer sagt, 5 Döner, mindestens 5 Döner. Ja, stimmt. Welcher Löwe schafft 5 Döner? Ja, genau. Boah, das wäre so ein super, ja. Das wäre so ein super Fall, wie damals in Japan, wo ja, die 70 Kilo Leute gegen... Der Sumo-Ringer und ja, so. Ja, genau. Da rennst du 3-mal im Kreis und dann kriegst du Hunger und will rausgehen, was essen, dann haust du ihm in die Fresse. Der frisst mich. Ja? Der frisst mich, ja. Aber du kannst auch safe vor ihm weglaufen. Und da glaubst du, der nimmt alles ein eigentlich, ne? Der, also er ist allgegenwärtig. Der Typ ist selbst, selbst sein Schatten wiegt 100 Kilo, überall. Weißt du? Der ist echt heftig. Ja, das ist also. Jemand, den ich kenne, hat ihn einmal gesehen. Er meinte auch, dass es auf jeden Fall. Es war wie, keine Ahnung, als wärst du bei Star Wars mit diesem Ding, was da. Auf einmal wird die Sonne dunkel. Halt, ne? Ja. Ja, genau. Der mächtige Jabba hat gesprochen. Genau. Wenn er keine 5 Döner kriegt, der kriegt er dann auch wie diese Tante so an die Kette. Ja. Und zu seinem Geburtstag kriegt er einen Kopfgeldjäger in Carbonit eingefroren als Geschenk, wenn er keine 5 Döner kriegt. Ja, der Typ wie ist der Typ, Alter. Ey, es ist. Ey, wir haben so viele mentale Entgleisungen gehabt. Es hat einfach super Bock gemacht, auf jeden Fall. Wir müssen mal Livestream machen, wenn da noch andere Leute dazukommen. Lass mal machen, ich bin auf jeden Fall am Start. Lass Livestream machen und dann, ja, Mann. Dann finden wir noch mehr Themen. Geile Sache. Dann haben wir noch irgendwelche Leute, die eine Scheiße dazu reden. Ja, und dann wirst du von außen noch angestachelt. Jetzt sind es nur wir beide, die unsere Hirnfürze so teilen. Und wenn dann noch so ein paar richtig fertige Leute einschalten. Und aber das Problem ist, bei Live, da kannst du halt nichts rausschneiden, ne? Muss ja auch nicht. Ja, ich weiß immer nicht, was. Wobei, gut, Edmond hat neulich auch live was gesagt und ist danach übel angegriffen worden. Ja, Edmond hat ja, das war ja die Geschichte mit der GMC. Mhm. Weil Edmond irgendwie in einem Stream gesagt hat: Ja, GMC ist halt irgendwie mal falsch abgebogen und ist jetzt, früher waren sie krass und mittlerweile sind sie gefühlt bedeutungslos geworden. Und der Dennis hat sich ja übelst auf den Schlips davon getreten gefühlt und hat dann Videos gemacht und gesagt: Von wegen hier bedeutungslos und guck mal und hier und wir sind die krass. Und dann ist dieses ganze Video und Statement-Gedöns ja einfach voll irgendwie in so eine ganz andere Richtung abgedriftet, wo ich mir so denke, so, ich frage mich, warum sitzt er sich vor die Kamera und denkt sich so, ja, diese 42 Minuten Rage-Mode, die waren sehr gut, das laden wir genauso hoch. Safe. Ja, er ist auf jeden Fall bestimmt abgefuckt gewesen. Ja. Ich kann immer nur sagen, der Dennis auf jeden Fall, so wie ich ihn kenne, ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Ich weiß nicht, was andere Leute mit ihm für Erfahrungen haben, aber der stand auch immer hinter mir, auch damals bei dieser NFC-Geschichte und so, wo dann viele waren, ja, Max war voll der Wichser. Ja. Muss man ja auch sagen, dass die einfach irgendwelche Lügen, die haben sich eine Scheiße aus den Fingern gezogen. Ja. Und am Ende des Tages muss, so. Aber es ist gut, dass ich dann ins Octagon gekommen bin. Und aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die eher für mich die Wichser sind als ein GMC. Ja, ich kann's respektieren. So, jeder kann nur von dem ausgehen, was er selber erlebt hat. Ich mag Dennis nicht, ich mag die GMC nicht, was so eine persönliche Vorgeschichte hatte, die weit schon vor Octagon zurückliegt, weil ich mir so denke, so, du Idiot, ja, ich mag das nicht, wenn Leute so vor dir stehen und so sagen so, ja, hey, mein Lieber, und schön, dass du da bist und pipapo. Ja. Und hinter deinem Rücken erzählen sie da irgendwelche Sachen, die nicht stimmen. Ja, dann denke ich mir so, du kannst mir auch sagen, dass ich ein Arschloch bin, habe ich kein Problem damit. Ja. Aber dann sag's mir doch ins Gesicht und mach das nicht so hinten. Ja, das muss doch echt nicht sein, weißt du? Ja, wie das ist. Ich respektiere das, dass du gut mit ihm bist, das ist alles voll okay und ich wünsche dem auch gar nichts Schlechtes. Der soll da seine Veranstaltung weitermachen, ist alles okay, weißt du? Weißt du, ich muss ja auch korrekt zu ihm sein, weil im Endeffekt, als ich bei GMC gekämpft habe, habe ich da in den Käfig reingekotzt. Und danach alles. Scheiße, stimmt! Ja? Das hast du mal erzählt! Kennst du das Video? Nee, zeig mal. So. Das ist auf jeden Fall so dermaßen viel zu hart. Ich weiß, weißt du, was passiert ist? Mein Team ist abgehauen. Und nein. Die haben so mäßig gemacht wie, ja, wir kennen ihn nicht. Nein! Doch, Digga, so, zeig mal her. Die waren so, ey, das ist zu viel des Guten. Du hast in den Käfig gekotzt. Boah, das war so hart, ne? Oh, scheiße, nein. Doch, aber das Problem ist, dass ich falsch aufgeladen habe. Ich habe falsch aufgeladen, ich war noch richtig grün hinter den Ohren. Ja. Um mal die Wortwahl von Dennis Ilbey zu benutzen. Und danach war es dann der Boden.
Scheiße, nein. Boah, das war auf jeden Fall übertrieben, weil das ist ja in diesem Alma Park, ne? Ja. Warst schon mal, ne? Ja. Und ich weiß nicht, ich bin aus dem Cage rausgegangen und ich habe gar nicht aufgehört zu kotzen, dann bin ich da in diesen Springbrunnen rein. Also was heißt, ich habe da in diesen Springbrunnen reingekotzt, ne? Das war so, ey, das war geistkrank. Ich konnte nicht aufhören zu kotzen. Ich konnte nicht aufhören zu kotzen. Oh, nee, shit. Das war übertrieben. Es war wirklich übertrieben. Weil das Ding ist, ich habe auch im Käfig gemerkt, ey, scheiße, das kommt gleich irgendwie. Und der Referee, der war so groß, ne? Und ja. Ich stand da so und ich dachte so, ja, scheiß drauf. Ey, gleich gehst du über auf Toilette. Und dann, ich bin ja klein, ne, er zieht mich so. Gott, ich bin nicht verreckt. Wie unangenehm soll es werden? Max, ja. Ja. Das Ding ist, dass ich ja wirklich, muss sagen, nee. Ich habe echt wirklich wenig bis gar kein Schamgefühl. Also ich merke das gar nicht. Merkt man gar nicht, dass gar du das nicht hast. 0-0-0. Also das war wirklich so, ich habe mich sogar kaputt gelacht darüber. Also ich natürlich so rumkotze, das ist eklig, das ist unprofessionell. Aber hey, du hast es dir ja nicht ausgesucht. Durch, ich habe alles du, durch. Ja, schlimmer kann es ja, nicht werden. Es ist auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Ich weiß nur noch, ich bin da rausgegangen, habe da auf die Tribüne gekotzt, alles voll so. Und dann kam ja auch der Streit mit Benny Bayrami darüber. Naja, meint ja, blablabla. Wieso hattest du Streit mit Benny Bayrami? Wir haben uns ja in der Gegend rumgeärgert eine Zeit lang. Aber jetzt sind wir cool. Okay. Jetzt sind wir cool, weil wir haben zusammen so ein Live-Video gemacht vor meinem Dings mit den Leuten mit den MMA-Maske. Ja. Kennst du, ne? Der ja, klar, Jakob und Julian, ja. Ja, genau. Wegen dem bin ich übrigens bei Octagon gelandet. Also großer Shoutout an die Jungs von MMA ohne Maske. Ohne Jakob und sein Lustknabe, das sind die coolsten, das sind die coolsten Leute im Land. Sein Lustknabe, Digga. Nein, es ist ja kein Scheißgerät, es ist ja nur Spaß. Also ich bin wirklich immer so, damit die Leute das verstehen, wir ärgern uns hier im Gym auch die ganze Zeit. Also ja. Wir haben wirklich so, keine Ahnung, wir gehen uns alle gegenseitig auf den Sack, wir reden scheiße, auch Johnny und ich, wenn wir Sparring machen. Ja, so, sicher. Wenn, keine Ahnung, wir reden die ganze Zeit scheiße, die ganze Zeit Trash-Talk, ist so, wir machen irgendwie Grappling und irgendeine Scheiße, also wir beleidigen uns die ganze Zeit, das ist auf jeden Fall hier, wie Psycho Andreas sagen würde, bei uns der laute Ton gang und gäbe. Und ja, deswegen. Oh Mann. Ja, dieses Kotz-Video ist auf jeden Fall zu hart. Ich habe mich auch gefragt, wann das jetzt ausgegraben wird. Aber es hat bis jetzt noch keiner gefunden. Vielleicht muss ich selber posten. Soll ich es in den Podcast reinschneiden? Kann ich es in den Podcast reinschneiden? Ja, können wir reinmachen. Machen wir. Können wir reinmachen? Ist ja eigentlich eh scheißegal. Also, im Endeffekt habe ich alles durch. Okay. Das ist so, ja. Ja, wenn dir das halt passiert ist, dann ist halt, ja, dann bist du halt echt komplett schmerzfrei für alles, was danach kommt. Kennst du von Pimblett? Pimblett hat auch immer in Cash reingekotzt. Aber es oh, krass, nee, das wusste ich nicht. War noch anderes Level. Das war übertrieben. Ich kenne nur das Video von einem bei, der war bei Bellator, glaube ich, und hat sich während einer Triangle hat er sich einfach aus Versehen eingeschissen. Boah, okay, und ja, das ist so, das wäre jetzt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es Bellator war, aber auf jeden Fall maximal unangenehm. Das ist so auf jeden Fall zu hart. John Romero ja auch, ne? Was? Ja, mit dem einen Kampf sieht man das. Oh Gott, nee, Alter. Ja, das Ding ist halt, beim Aufladen kann echt viel falsch gehen, ne? Ja. Yeah. Und ist auch immer wieder ein Magen dann damit umgehen und so. Also das ist auf jeden Fall ein härterer Prozess, als man denkt. Ja. Also das ist auf jeden Fall, ich hatte ja auch schon einmal, als ich gegen Walid gekämpft habe, da habe ich angefangen mit zu fettigem Essen am Anfang. Da habe ich so eine Übersäuerung gehabt im Magen. Der hat meinen Körper so berührt und ich war komplett am Arsch. Ah, fuck. Aber das habe ich seitdem auch nie wieder gehabt. Weil sonst bin ich wirklich so für Körper gar nicht anfällig, null, ja. Wenn ich trainiere. Aber da habe ich auf jeden Fall richtig mies Scheiße gebaut. Ich weiß noch, mein Trainer hat mir vor dem Kampf, hat er mich so in den Arm genommen, hat mir vor den Rücken geklopft und das hat schon so weh getan, dass so alles gezogen hat. Oh, übertrieben, fuck. Ja, schon hart. Ach du Scheiße, Alter. Egal, bevor wir hier zu weiter zu sehr abschweifen. Bevor wir, du hast schon 10 Upgrades zu beenden. Alles aber chillig, wir machen das so lange, wie wir Bock haben und so lange, wie die Kameras laufen können. Safe, also safe. Also bis, ich habe bis alles aus dem Ruder läuft. Bis alles aus dem Ruder läuft und bis wir jeden denunziert und irgendwie gedisst haben und jeden Promi in irgendwelche Fantasy-Fights involviert haben. Wie wär's, wenn du gegen Julius Block kämpfst? Sofort. Oder Rap-Battle? Rap-Battle, boah, Alter, gut, ne? Ich weiß nicht, ob ich in sowas gut bin. Ich glaube eher nicht. Der kann das. Ich habe früher mal Julius Block-Battle geguckt. Ja. So, ja, das war ja, aber kämpfen, ja, keine Ahnung, safe. Also, ich muss auch sagen, so, das ist schon alles echt ganz lustig. So, die ganzen krassen Reime und so und diese Vergleiche, das auf jeden Fall, sowas finde ich auch richtig extrem. Ja. Ich würde auch gegen dich kämpfen, aber unter der Prämisse, dass dir entweder ein Arm an den Körper dran gebunden wird oder dass dir beide Beine so zusammengebunden werden und dass du nicht so viel laufen kannst, dann könnten wir drüber reden. Ich habe von dir auch, glaube ich, mal was gesehen, so, das war nicht schlecht.
Ja, ich habe halt so übel den Kamikaze-Kampfstil gehabt. Ich habe nie besonders clever gekämpft. Du hast doch einmal runtergeschickt und dann hast du trotzdem das Ding noch gedreht. Na, Alter, ich habe, ich habe der erste Schlag, den er mir verpasst hat, baff, bin ich runter. Ja. Das war gegen Rino Agashi. Und da bin ich runter und ich habe keine Erinnerung mehr an den gesamten Kampf. Hey, Festplatte war komplett gelöscht. Ja, das hatte ich beim ersten und, Amateur. Und dann habe ich noch zwei Runden weiter gekämpft und in der dritten, ich habe die ganze Zeit irgendwie unterbewusst versucht, ihn irgendwie an den Boden zu holen, mit Submissions zu beenden. Und ich habe ihn an den Boden gekriegt, aber ich war irgendwie geistig einfach so von der Rolle, dass ich die Submissions nicht mehr gepackt habe. Dann habe ich irgendwann dritte Runde Triangle zugemacht, hatte getappt und in der Sekunde, wo er tappt, komme ich so wieder zu mir und denke so, oh geil, das ist ja vorbei. Ja, ja, ja. Und dann denke ich so, scheiße, was ist die letzten 12 Minuten passiert? Das ist heftig, aber voll wild. Bei mir war es wirklich so, erst ab dem 6. Profikampf habe ich angefangen klar zu sehen. Davor war es wie ein Autounfall jedes Mal. Es war wie so ein Autounfall. Ich erinnere mich noch, als ich in Luster gekämpft habe, da war ich im Stand, habe ihn ein paar Mal getroffen und dann hatte ich auf einmal irgendwie das Gefühl, ich falle so nach hinten um. Ich war so, hä, was mache ich hier überhaupt? Ist wie so ein Schockmoment. Ja, ne? Ist richtig. Das ist war krass. Immer so, bam, 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 du siehst gar nicht. So, ja. Aber jetzt mittlerweile ist auf jeden Fall so, sehe ich recht klar. Ja. Also, sehe ich echt recht klar. Und ich, nochmal zum letzten Kampf, ich weiß echt nicht, wie die Schulter von Dings das überlebt hat. Alter, das war ja völlig krank. Ein paar Mal geknackt hier, ne? Und trotzdem konnte er damit dann weitermachen, ne? Ja, ja. Hat das wirklich geknackt? Weil ich hab's nur von außen gesehen und dachte so, also von hier, Digga, du reißt dem gleich den Arm ab. Ich hab ein paar Mal was gehört, ne? Aber, mein Trainer meinte auch, setz dich mehr nach hinten. Aber das Ding ist, wenn jemand so ein Gummi gelenkt hat, ne? Ich habe ja dann auch probiert, weiter nach vorne zu kommen. Also weiter geht's ja irgendwann gar nicht. Ja. Ich habe mich auch gefragt, wie soll ich das Ding machen? Ich war in der Halfguard und ich wollte, hab die Kimura erstmal nur gegriffen, um zu passieren. Dann habe ich gemerkt, dass ich das kriege, aber boah, auf jeden Fall heftig. Und, das ist schon wild. Ja, ja. Ich glaube auf jeden Fall auch, dass hier mein Kameramann hat mich, glaube ich, gefickt, weil er hat reingeschnitten in der im Vorbereitungsvideo, wie mein Trainer sagt, ja, Max wird das Ding mit Dash Show gewinnen. Und das ist so eins meiner Dinger und er hat sich nie so gedreht, dass ich das kriegen konnte. Nie. Ich hatte es einmal locker, aber auch da habe ich gemerkt, okay, sitzt nicht richtig und scheiß drauf, muss ich dann mit Schlägen beenden, ne? Aber keine Ahnung. Darkstalk ist auch mein Favorite. Ich liebe den. Ist aber geil, Weil ich habe, das Ding ist bei mir, ich habe so, also kurze Arme, ich habe kurze Arme, ich habe vor allem so kurze Oberarme, ich habe so wie so ein T-Rex. Ja, genau. Und dann kannst du halt relativ gut aus dem Armbar rauskommen oder du kannst ja selber gut Darkstalks machen, weil du den einfach gut einrasten kannst. Ja, und deswegen, stimmt. Deswegen feiere ich's. Ja, also das muss ich auch sagen, diese Bürger, die sind einfach brutal, ist heftig. Ja. Aber dass ich jetzt das Ding durch TKO macht auf jeden Fall schon mehr Bock. Ist auch mal geiler als Submission, wenn du immer noch Submission hast. Also, ja, klar, muss auch mal sein. Ja. Aber man weiß nicht. Man weiß ja nicht, was passiert. Man kann ja nichts erzwingen, weißt du? Wir freuen uns, schauen wir mal, was wird. Ja, genau. Ja, Mann. Aber wird auf jeden Fall noch spannend. Ich glaube, da können sich noch ein paar Leute richtig, richtig heftig warm anziehen. Ja. Also. Wenn wir uns wieder auf die Fresse hauen und lauter Scheiße reden, sie hier Kostüme anziehen wie solche Verrückten. Ja, Mann. Das wird auf jeden Fall wieder eine super Show. Und dann, Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, mit welchem Walkout oder mit welchem Kostüm du in... Oh, ein paar Stars, über ein paar Leute. Ich wollte auch den Moritz in meine Ecke nehmen, aber der macht ja nicht mit. Welcher Moritz meinst du? Den Moritz Bierdorf. Ah, ja, stimmt. Wollte ich mal Ecke haben. Aber dann dachte ich auch, ey, stell mal vor, irgendjemand wirft was aus der Menge so und der geht einfach K.O. So, ihn trifft irgendwie so eine Kapuze oder irgendwie sowas. Ich muss den Maurice ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe den ja, als ich noch aktiv war, nach meinem letzten Kampf, den ich dann so gewonnen hatte, habe ich den ja herausgefordert. Mhm. Ich war noch völlig verballert, wusste nicht, wo oben und unten ist, habe im Interview irgendwelches Zeug zusammengestammelt und dachte so, ja, Kampf gegen Adorf wäre doch geil. Kann sein, dass du ihn besiegt hast und es vergessen hast schon. Wäre denkbar. Ja. Nee, und dann habe ich den, weil ich halt einfach dachte so, damals dachte ich so, das ist einfach so ein Conor McGregor auf Wish bestellt. Ja, sehr und schön. Der wird einfach so in so eine Richtung promoted, wo er also einfach völlig übertrieben ist. Und dann habe ich halt versucht, einen Kampf gegen den zu kriegen. War auch irgendwie mal, nee, Bullshit. Und dann die von der GMC wollten das halt damals irgendwie nicht oder so. Ich weiß nicht mehr, woran es gescheitert ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ihn dann mal auf dem Geburtstag von Michael Smolik, als ich noch mit Smolik befreundet war, habe ich Adolf auf dem Geburtstag von Smolik kennengelernt. Auf Streife. Und halt! Und zum Dreckig. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Und dann habe ich den halt kennengelernt und dachte so, ist eigentlich voll der korrekte Typ. Ich kam echt gut mit ihm klar. Also der ist cool. Ich habe auch schon persönlich mit ihm geredet. Ich saß ja auch schon mal mit ihm so am Tisch. Und wir haben danach geredet. Mich nervt es halt einfach nur, wenn du dir so eine Fake-Persönlichkeit aufbaust
und dann, sobald die Kamera angeht, da so blöd auf rumtun muss. Okay. Weißt du, das ist das Ding. Zum Beispiel bei mir ist ja echt so, die Leute, die mich kennen, ich labere ja echt genauso, sogar mehr Scheiße, wenn die Kamera aus ist. Als ja, ja. Oh, ja, das, ja. Ist das, das ist das Ding. Und weißt du, einfach nur auf Krampf dann so eklig auf arrogant machen, da habe ich ja noch... Das ist nicht geil, ja, das ist einfach ungeil. Mit dieser komischen Brille. Ich bin auch mal gefragt, ey, hast du eigentlich Autismus oder warum trägst du drin eine Brille? Ist einfach... Weil ist doch so, ich trage... Ist berechtigt. Dana White hat doch mal gesagt, es gibt nur zwei Sorten von Leuten, die drin eine Sonnenbrille tragen. Blinde und Vollidioten. Ja, so ja, hat es Dana White doch gesagt. Ja, so ist das. Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß jetzt nicht, ob man nach dem letzten Kampf könnte man ihm auch vorwerfen, dass er blind ist. Aber nein, ey. Ja, keine Ahnung, Mann, der Typ hat so viel Scheiße. Ich wollte ihn nur in meiner Ecke haben und ja, der hat da direkt rumgezickt. Ja. Du hast gesagt, du wolltest ihn als Vogelscheuche in deiner Ecke haben. Ja, das habe ich gemacht, nachdem ich ihn freundlich, weißt du, ich ist doch immer Zuckerbrot und Peitsche. Erstmal habe ich es wirklich, ich habe es erstmal freundlich probiert und dann habe ich lauter Scheiße gelabert, weil es ging nicht anders. Er hat ja auch, hätte es ja dann auch provoziert, muss man ja auch ganz einfach und ehrlich sagen. Okay. Also es ist so, er hat dann direkt gesagt, ja, ich bin Free Agent, lass uns doch kämpfen. Ja, macht an dieser Stelle aber auch gar keinen Sinn. Macht keinen Sinn, den Kampf zu machen. Ja, was hat was für eine Bilanz hat er jetzt gerade? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber... Aber auch die Leute, die er gekämpft hat und so, das macht einfach keinen Sinn. Ihr solltet bei NFC eigentlich gegeneinander kämpfen, ja, ne? Ja. So war das doch irgendwie mal eingefädelt. Ja. Ja, genau. Und ja, okay. Dann bin ich da ausgefallen und dann wollten die mir keinen Titelkampf mehr geben. Ja, genau, das war die Geschichte, Nur, ich kämpfe nur um den Titel. Ja. Und, ja. Dann gab es ja diese ganzen Geschichten, Lascha sollte gegen ihn kämpfen, dann sollte Dino gegen ihn kämpfen... haben ja alle das Gewicht dann auch nicht gepackt. Mhm. Und ja, ich muss auch sagen, dass ich früher hätte auch sehen sollen, dass 61 nichts für mich ist. Ja. Damals war ich noch leicht, ich hätte da auch 61 packen können. Die meinten ja dann auch so, wir haben ihn gefragt nach Beweisfotos. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, da haben sie sich nämlich selber gefickt, mehrfach in meine Story gepostet, da war ich gerade in Brasilien. Da hatte ich jedes Mal morgens nach dem Aufstehen 72, 70 Kilo. Da hätte ich wirklich die 61 noch gepackt. Jetzt nicht mehr. Aber damals auf jeden Fall. Und ja, die meinten, ja, Beweisfotos und von dem Bonus hätte er wieder kämpfen müssen, aber er ist dann nach Amerika. So richtig dumme Scheiße einfach geredet. Hm. Aber, schade. Ja. Schade, ja. Im Endeffekt hat mir das aber auch alles weitergeholfen. Weil es ist immer so, ja, da wurde ich dann auch mäßig wegen Vertragsbruch und so, musste ich auch Strafe zahlen. Musstest du? Ja, natürlich, Mann. Ich bin nur am Strafen zu zahlen. Deswegen habe ich auch nichts von dem. Deswegen brauche ich auch höhere Gagen. Du musstest an Fighting eine Vertragsstrafe zahlen, weil du Vertrag gebrochen hast, oder was? Ja, ich keine Ahnung. Es war damals auch so ein Gespräch, ob es diese GmbH da überhaupt gibt. Aber es war einfach mehr so, ja, nimmt das Geld halt die Fresse, damit wir einfach zur Oktober gehen können. Mäßig. Es war einfach so, ja, halt einfach euer Maul, verpisst euch, nehmt das Geld so. Die haben Vertragsbruch, du hast sozusagen, derer Meinung nach, hast du Vertragsbruch begangen? Ich hätte noch einen Kampfvertrag gehabt, aber guck mal, andere Kämpfer sind auch rein, raus, einfach wie die wollten. Mhm. Voll viele hatten da einen Vertrag, das war einfach wie so ein, das ist jetzt nicht wie bei Octagon, weißt du? Das war so ein, ja, so ein Vertrag, Verarschung, so, weißt du? Und das ist halt das Ding. Ich weiß nicht, die können mir da jetzt eh nichts mehr, wenn ich sowas sage, ne? Gibt's ja NFC überhaupt noch? Ne. Ich weiß nicht, also irgendwie ist es gerade so in der Schwebe, ob die nochmal irgendwie was machen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wo sitzt der Ort, bleibt rum und... Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich wünsche den Leuten auch gar nichts Schlechtes, keine Ahnung, ich arbeite für Octagon, ich bin selbstständig als Moderator so, ich arbeite für Octagon, weil ich da Bock drauf habe. Ich finde aber auch das, was die NFC macht, grundsätzlich eigentlich ganz cool. Ich auch, weißt du, die haben den Sport auf jeden Fall geholfen auf ein neues Level. Ja, voll. Ja, aber jetzt hat Octagon das einfach übernommen, die haben aber eine andere Power hier. Ja, voll, ist die so. Die haben eine andere Power, ist so. Und, ja. Aber was, also wie hoch war die Strafe, die du an Fighting zahlen musstest? Auch 1,5. Mhm. Dicker, so mal 1,5 hier, mal 1,5 da, kommt am Ende richtig Geld bei rum. Andere, ne? Sachen dazu, also, tja, was also, für andere Sachen? Hä? Ach, ne, scheiß drauf. Okay. Es ist, keine Ahnung, bei mir auf jeden Fall, ich bin die ganze Zeit nur am Strafe zahlen. Also, da will ich auf jeden Fall von weg. Es ist auf jeden Fall immer so, ja, es gleicht sich genau aus. Es gleicht sich genau aus. Es ist immer so, ich kämpfe. Dann ein paar Strafe zahlen, ein paar andere Sachen. Du bräuchtest, glaube ich, ja. Weißt du, was du, glaube ich, bräuchtest? Du bräuchtest einen Mentalcoach, der auch Star-Kaliber hat und der dich in dieser Welt so ein bisschen, der wie so dein Mentor wird. Eine Resozialisierung, ne? Also, ja, aber so auch jemand, der so dieselbe Frisur hat wie du, der so eine Glatze hat, so einen Mentor bräuchtest du, glaube ich, so einen Thorsten beispielsweise. Zum Beispiel. Ah ja, Thorsten. Ja. Okay, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, weil ich glaube, der haut ja auch schon ab und zu so ein paar Dinge raus, ne? Ich weiß es nicht, ich habe keinen Plan, was der macht. Ich habe es leider noch gar nicht gesehen. Ich habe es leider von ihm noch gar nicht viel gesehen, deswegen war ich damals auch so entsetzt, weil wir hatten uns auch gar nicht richtig kennengelernt. Mhm. Und da wurde ich schon rasiert.
Nein, ja, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, ich finde die ganzen Leute da auch extrem lustig und ich denke auch, jetzt wo RTL dabei ist, da wird auf jeden Fall noch ganz gut was gehen. Da kann, ja, safe. Ja, ja. Safe. Auch wenn ich sagen muss, so diese ganzen Shows und so, was die da machen, da kann man ja nicht wirklich, so, das ist... Ich weiß nicht, es gibt Leute, die feiern's. Mein Ding ist es auch nicht, aber ich finde es cool, dass sie sich jetzt irgendwie so dazu committed haben, dass sie sagen, ey, wir finden den MMA-Sport geil, wir sind der Meinung, das hat eine Zukunft. Deswegen das ist ein Riesengeschenk. Ja. Deswegen muss ich sagen, finde ich es echt eine coole Sache auch. Keine Ahnung, dass ich wie auf der Pressekonferenz da rumhampel und dann moderiere ich das irgendwie zusammen mit Kai Ebel, wo ich mir so denke, der auf der Pressekonferenz mit der Sonnenbrille war und diesem so graue Haare. Der hat früher Formel 1 und so moderiert und daher kenne ich den auch. Weißt du, da, als ich ein kleiner Scheißer war, war der Moderator bei der Formel 1 und dann denkst du, ja, guck mal, und dann auf einmal arbeitest du mit so Leuten, was halt schon eine coole Sache ist, weißt du? Ja. Ich fand auch cool, dass so hier den Jizzes mal zu sehen, weil ich höre wirklich, seitdem ich 14 bin oder so, deren Musik, das ist geil. Lustig. Ist geil. Ja. Hätte ich eigentlich auch ein Foto mit denen mal gebraucht, aber ich war dann auch so, ja, scheiße. Also, Jizzes, wo ist Foto mit Max Holzer? Das müssen wir noch nachholen. So. Muss aufpassen, sonst hält er mich für einen Schwan. Wenn ich hier so weiß angezogen bin, dann kriege ich eine Ohrfeige. Digga. Müssen wir mal mit. Nee, aber ich kann den Schwan auch nicht ab, muss ich sagen. Hier, immer wenn ich am Maschee spazieren gehe, die sind richtige Drecksviecher. Ja? Ja. Also jetzt hier die Tierschützer brauchen mich nicht auseinandernehmen, aber auf jeden Fall, da bin ich auf Jesus' Seite. Er ist mit Kuchen gefüttert und hat er den Ohrfeige gezogen. Was? Ja, kennst du das Video nicht? Nee. So packst du kleiner Uhr so. Nein. Was? Aber das beste Video ist generell von ihm hier mit diesem Knoppers. Kennst du das nicht? Ja, Knoppers. Wie die auseinandergehen. Ich find das geilste Video ist von ihm. Das hat irgendwer so random gefilmt, wie er irgendwo in Hamburg in die U-Bahn läuft. Mhm. Dann fährt er... Wer geht wo raus? Nee, der fährt einfach mit der Rolltreppe runter und jemand anderes kommt hoch. Und wie so in so einer romantischen Szene, wo eine Frau so einen Typen antatscht, fährt er so dem Typen, der gegenüber von ihm ist, so kurz über die Finger, so als wollte er ihn so anmachen. Ja. Und der Typ dreht sich so um, dann sieht so Jizzes und Jizzes lacht nur so übertrieben. Ja, also, okay, ey, ist so ein witziger Junge, Dude. Sind krasse Sachen bei. Also ich muss schon sagen, die sind auch, die haben auf jeden Fall auch was Show angeht und so. Das Ding ist, kann man sich einfach nur abgucken. Deswegen, die brauchen das. Deswegen, ich finde auch immer, man guckt in Amerika und so, wie die ganze Show aufziehen. Ja. Und ich denke, wir brauchen das in der MMA noch mehr. Deswegen bin ich auch gerade dagegen, wenn jemand so sagt, boah, ja, wir müssen jetzt die Fresse halten. Ja. Wir müssen hier tun. Weißt du, die meisten Kämpfer tun alle so, als wenn die irgendwelche Gangster. Kann auch sein, dass welche dabei sind, die welche sind. Ja. Aber die sind also, boah, ja, wir müssen uns, ich will so ernst genommen werden. Wir sind so die harten und unfickbaren. Im Endeffekt bist du so ein Stück von der Prostituierten entfernt, Mann. Ja. Mann, wir ziehen uns aus, hauen uns auf die Fresse, das war's. Damit Leute da sitzen. Das ist doch Geld, Mann. Das ist so, Junge. Ja, stimmt. Das ist, ist nicht so weit hergeholt. Wir brauchen uns nicht so ernst nehmen. Das ist einfach, im Endeffekt, jeder kann da sein eigenes Ding fahren. Wenn der eine total aggro ist, dann soll er es machen. Aber jetzt nicht so, boah, wir müssen die Schnauze halten und dass die Leute einschlafen am Ende des Tages. Ja, ja. Stimmt schon. Wir sind so ein Stück von einer Prostituierten entfernt, ja, Digga. Du machst mich einfach so fertig. Irgendjemand hat mal unter einem Video kommentiert, ich glaube unter dem Video von dir mit Johnny beim Kochen für Octagon, hat irgendjemand unter die YouTube-Comments, ich lese das nicht so häufig durch, aber manchmal schaue ich da so rein, hat jemand gesagt, Holzer ist wie eine Mischung aus Helge Schneider und John Jones. Und ich dachte mir so, Alter. Ja Mann, das, genau das ist es. Warum sagt ihr, ich habe meine Frau verprügelt oder was? Nein, von den Skills im Cage. Ich denke so, Dicker, was geht? Ich denke so, Dicker, was ist los? Nein. John Jones hat doch seine Frau geschlagen, ehrlich. Echt? Ja, nochmal, kennst du nicht doch, die ganzen Memes? Doch, stimmt. Memes, stimmt. Wo so steht, der letzte Gegner von John Jones. Ja, ja doch, stimmt. Oder Dana, es gibt doch so ein Best Wife Beater Ranking, wo so Dana White ganz oben ist. Das ist so dunkel, Alter. Greg Hardy ist. Ja, Mann. Junge, die sind doch. Ey, kompletter Totalschaden. Damals dachte ich auch, als Dana White seiner Frau eine geklatscht hat, da dachte ich auch, ey, da wird auf jeden Fall was passieren. Und ja! Nichts. Und ich denke so, jo, was ist denn da los, weg. Alter? So, das ist auch, daran siehst du auch, Amerika ist da auf jeden Fall auf einem anderen Level, was die Promotion angeht und auch, was heißt nicht nur Promotion, sondern auch, was die sich erlauben, das ist voll übertrieben. Das ist richtig übertrieben. Ja. Und guck mal, ich glaube auch deswegen funktioniert dieser Sport da noch besser als bei uns, weil die feiern alle dieses WWE. Ja. Ja. Und ich denke mir, wer da dieses Rumgeschreie und so feiert, das MMA, das ist auf jeden Fall dann, kann auch ganz gut abgehen, nur dass wir uns wirklich auf die Schnauze hauen. Ja, so. Ja, ist so. Also ist halt kein Fake. Ja, Mann. So, das war's. Ja, Kameramann sagt, Kameras sind jetzt dann durch. Ich muss auch gleich mal,
Ja, der Akku hier auf dem vom Laptop sagt auch, wir müssen jetzt nochmal Feierabend machen. Kaputt. Setz dich gleich in die U-Bahn. Ja, Mann. Ja, ja, Mann. Gucci-Tasche noch. So ist das. Und dann gleich wieder Kondome verteilen, ja? Ja. Geil, Mann. Ey, nochmal. Ich habe keine mehr zu verschenken. Die benutzt jetzt also. Ja, erstmal so eine Familienpackung, oder? Ja, das ist so. Oder Anti-Familienpackung in dem Fall. Anti. Ey, aber nochmal, hat saumäßig Bock gemacht. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich freue mich auf jeden Fall fett, dich das nächste Mal im Cage zu sehen. Das danke dir. Das machen wir. So ist es.